stars in the sky. We ask ourselves, are we alone? My mind caught crossed it.
McDonald's präsentiert die McDonald's App eNational League in Zusammenarbeit mit Berocca Boost, Red Bull Gaming World bei Logitech G, Schultes Klinik und ÖKK. Wie der Adler darf den wunderschönen Drohnenbilder über der Le Verne-Halle in Genf. Ja, fliegen wir da über und da auf Langnau. Der Club, nämlich, der hier spielt, ist heute Auswärtsmannschaft SCL Tigers. Es ist Donnerstagabend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von der McDonald's App eNational League auf MySports. Und wir senden wie immer hier aus der Game Turnier Arena in Zürich. Und die beiden E-Sportler, die sind auch schon da. Zum einen der Michael France, Genf Servette. Und auf der anderen Seite der Pascal Viergeilis, der für die SCL Tigers wird im Einsatz stehen. Schön, sind ihr mit dabei. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zum 6. Spieltag von der McDonald's App eNational League hier auf MySports und auf dem Twitch-Kanal von MySports. Apropos Twitch-Kanal, wir haben morgen Abend eine Premiere. Und zwar streamen wir Swiss League-Spiel zwischen dem SC Langenthal und dem EAC Fischb live auf Twitch. Also unbedingt einschalten. Morgen Abend ab 19.45 Uhr legen wir dort los. Ja, das ist alles Zukunftsmusik. Wir schauen hier in die Gegenwart. Und zwar steht hier heute an: McDonald's App eNational League, Spiel zwischen Genf Servette und den SCL Tigers. Und letzte Woche da haben wir ein Duell von den damaligen Sorgenkindern der Liga zwischen Rappi und Davos. Ja, und der Nathan Leuenberger von esports.ch hat mal die ganze Situation im Tabellenkeller sich genauer angeschaut und erknüpft sich die Teams ein Stück weit vor. Natürlich mit einem Augenzwinkern. Und er macht das wie früher in der Schule. Hey, Overtime! Daheim! Ja, wir sind wieder daheim. Es ist wieder ein bisschen gemütlicher, im Homeoffice ein bisschen arbeiten, ab und zu ein bisschen die Füße aufheben, wir alle zusammen. Alle ausser du, Fabio Giacomelli von den Rapperswil-Jona Lakers. Rapperswil-Jona Lakers gegen den HC Davos ist das Duell von letzter Woche gewesen und es ist das Duell von der Schlusslicht gewesen. Juhu! Wahnsinn! Ja, da haben wir natürlich auch ein bisschen Erwartungen gehabt letzte Woche, gell? Also es ist ja der Kampf ums Tabellenende gewesen. Wer ist im Abstieg? Wer nicht? Okay, so extrem jetzt vielleicht noch nicht gerade, aber gefühlt, es ist um etwas gegangen. Und wer ist am Schluss da gestanden mit dem Sieg in der Hand? Der HC Davos und nicht Rapperswil-Jona Lakers. Nein, du Fabio Giacomelli, du hast es nämlich recht gemütlich genommen. Obwohl du ja im Vorfeld noch Unterstützung von Prominenz bekommen hast von den Rapperswil-Jona Lakers. Ciao Fabio, da ist Nando und Gianni. Wir wünschen dir viel Glück beim Live-Spiel die Woche gegen Davos. Du holst es ein. Schau, sie haben extra ein Video gemacht für dich mit PlayStation Controller. Im Gegenzug könntest du wenigstens den Eishockey-Stock endlich aus. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück in die Schule. Ein bisschen Homeschooling. Und es bist ja nicht nur du, Fabio. Es sind ja auch andere Teams hier in der McDonald's App eNational League. Ich will einfach mal als Erklärung, meine lieben Vereine. Der Strich hier in der Tabelle, der ist böse. Unter diesem Strich wollt ihr nicht sein. Das gilt auch für den HC Davos. Nur weil ihr letzte Woche gewonnen habt, sind ihr nicht sicher. Also wenn man eure Gesamtleistung anschaut, geben wir etwa eine 3 bis 3,5. 4 für letzte Woche. Biel und Rapperswil-Jona, ihr seid momentan ein bisschen die coolen Kinder in der hintersten Reihe von der Schulklasse. Les enfants très cool. He? Ungenügend von euch zwei. Du, Lugano, du musst gar nicht so verschmitzt lächeln. Du bist zwar über dem Strich, aber so knapp, so knapp. Du musst nämlich diese Woche gegen Ambri Piotta beweisen, dass du auch etwas auf dem Kasten hast. Ja, musst nicht zeigen, wo der Bartlis Gassosa holt. Also, strengt euch an und... Oh, ja, die Stunde ist ja schon wieder fertig. Hey, ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Ich kann euch ein bisschen motivieren. Und bis nächste Woche schreibt ihr mir den Aufsatz, wie und wieso ihr bis am Ende dieser Hinrunde noch oberhalb von diesem Strich werdet sein. Verstanden? Gut.
schöne Pause und gut Pöck. Ja, danke an Nathan für die strenge Schulstunde. Und ich muss zugeben, wäre ich jetzt hier am Mitspielen und hätte ich die gleiche Einstellung wie in der Schule damals, dann würde ich wahrscheinlich auch die ganze Saison unten rumdümpeln. Und dann am letzten Spieltag würde ich wahrscheinlich mich noch über den Strich hieven. Also darum sage ich an alle Teams, die dort unten spielen im Moment, you got this, es ist noch nichts verloren. So, aber genug von meinen Glanzleistungen als Schüler. Wir wollen die Glanzleistungen sehen von diesen zwei Herren hier, die heute in der Game-Turnier-Arena in Zürich sind. Und zwar sind das zum einen der Michael Francais, den ihr links gesehen, er ist schon zum zweiten Mal da in der Game-Turnier-Arena in Zürich. Der Michael, er ist 31, von Beruf technischer Zeichner. Er wohnt in Fribourg, seine Freundin in Genf und darum pendelt er dort immer wieder umeinander. Und er ist wegen seinem kleinen Bruder vor allem ein grosser Fan von Genf Servette. Und auf der rechten Seite da haben wir den Pascal Viergeilis, 39, wohnt in Zürich-Affoltern. Und ja, der Pascal, der ist ein Sympathisant von den SCL Tigers, der Mythos Langnau, der scheint es ihm angetan zu haben. Er spielt gerne Eishockey und Inline-Hockey und geht auch gerne ins Fitness. Und er studiert momentan Sportmanagement, also ein sportlicher Typ bei allen Belangen, der Pascal. Ja, seit Mitte Dezember läuft die McDonald's-App iNational League bereits. Und wir schauen uns trotzdem noch schnell den Modus an, weil wir haben jetzt die Hälfte, mit dem sechsten Spieltag, die Hälfte von der Hinrunde absolviert. Die 12 Spieler, die sind dabei bei der McDonald's-App iNational League, die 12 Vertreter von der jeweiligen National League-Verein. Ja, und die einen Teams, die haben natürlich noch einen Ersatzspieler in der Hinterhand, falls nicht so laufen sollte, wie erhofft. Und gespielt wird das Game NHL 21 im Online-Modus auf der PlayStation 4. Und da haben wir auch nochmal die drei Phasen, wo die Spieler durchgehen bis dann zum Pokal. Sie haben Qualifikationsturnier bestritten, die 12, die ihr in der Mitte gesehen, gegen fast 1000 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt, beziehungsweise dann in die Top 4 sich gespielt vom jeweiligen Verein. Und gespielt werden Hin- und Rückrunde jetzt in der Regular Season, also insgesamt nach 22 Spielen wird ermittelt, wer in den besten 8 klassiert ist, welche 8 Teams das dort dabei sind in den E-Playoffs. Und der 8. Mai, dann müsst ihr euch fett markieren im Kalender, weil dann ist angesetzt die Playoffs und das in der Red Bull Gaming World in Luzern. Und wir hoffen natürlich, dass die Situation mit der Pandemie das auch zulässt. Wir hoffen dann auch, dass die Teilnehmer offline, also sich wirklich dort treffen und wir dort das Turnier machen können. Zum Modus und alle anderen Infos, da geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt oder natürlich jederzeit dann auch auf iNationalLeague.ch. Dort findet ihr alle Infos. So, und damit wir auf dem neuesten Stand sind, schauen wir uns das Resultat vom 6. Spieltag an. Wir haben hier zum einen ja, Lugano, der auf die Kappe bekommen hat von den Rapperswil-Jona-Lakers 2-6, also recht Überraschung da. Dann das Verfolgerduell zwischen Zug und dem Z geht ganz klar an die Zürcher mit 7-2. Dann haben wir bis jetzt eine Überraschung, zumindest Ambri Piotta, 8-4 gegen Bern, wieder ein klarer Sieg. Und zu guter Letzt Davos, der verliert gegen Biel mit 3-4. Ja, und ihr habt vielleicht gesehen, nebst dem heutigen Live-Match ist noch ein weiterer Match offen, nämlich der zwischen Fribourg und Lausanne. Das hat einen guten Grund. Das Spiel hätte stattfinden sollen, es hat dann allerdings technische Probleme gegeben und darum hat man leider das Spiel hinterher verlegen müssen. Aber auch da, wir geben dann bekannt, was das Resultat ist und es wird dann auch in den Tabellen updated. Apropos Tabellen, schauen wir noch kurz auf die. Dann sehen wir nämlich auch Ambri Piotta, wo zur Spitze aufschließt. 5. Sieg hintereinander für Samuel Kurt, Chapeau und auch noch keine Niederlage nach 60 virtuellen Minuten. Und wenn man ins Tabellenmittelfeld schaut, dann sieht man da schon eine gewisse Kluft. Also, Genf Servette, da ist die grosse Frage. Quo vadis, wohin des Weges? Mit einem Sieg könnte man in die Verfolgergruppe aufrutschen, also mit Zug. Oder aber bei einer Niederlage
Da müsst ihr ganz runter schauen an die Tabelle. Die SCL Tigers, die könnten nämlich tatsächlich zu Genf Servette aufschliessen. Also wahnsinnig spannend bis jetzt die ganze Angelegenheit, der Kampf um die E-Playoffs. Und damit auch unsere Spieler hier vor Ort noch ein bisschen motivierter sind, als sie jetzt schon sind, haben wir Grußbotschaften von National League-Spielern. Der Anfang macht der Genf-Stürmer Denis Smirnovs. Salut Michael, c'est Denis Smirnovs. Je te souhaite un très bon match, c'est jeudi soir. Courage, on est tous derrière toi. Allez! Also, wahnsinnig viel muss ich glaube hier nicht übersetzen, das war für jeden klar gewesen. Gute Motivationsspritze also für den Michael France, der hier für Genf Servette im Einsatz ist. Und auch von den SCL Tigers haben wir hier ein Video bekommen. Und zwar vom Langnau-Stürmer Patrick Petrini. Hallo Pascal, im Namen von der ersten Mannschaft. Ich wünsche dir viel Erfolg heute gegen Genf und ob Langnau. So. Sehr cool, dass man da die Mischung hat zwischen dem richtigen Eishockey und der McDonald's App E-National League, zwischen der virtuellen Eishockey-Meisterschaft. Also danke auch diesen zwei Jungs, die diese Videos geschickt haben als Motivation. Und die Spannung, die steigt. Und wir wollen natürlich die auch ein bisschen spüren bei den Protagonisten. Also würde ich vorschlagen, gehen wir doch zu den beiden Protagonisten, die da sind. Ja, salut Michael und hallo Pascal. Herzlich willkommen hier in der Game Turnier Arena. Wir gehen zuerst zum Michael und sehr schön machst du das Interview auf Deutsch. Ja, wir haben die Videobotschaft, du hast die Videobotschaft gesehen von Denis Smirnovs. Was hast du da gedacht, als du es gesehen hast? Ja, es ist eine sehr schöne Nachricht und sehr schön für, sehr gut für Motivation. Sehr gut. Also, and, thanks a lot, Denis. Selbstverständlich. Also, und du bist ja zum zweiten Mal hier bereits in Zürich, ja. Live vor Ort. Das erste Spiel, das hast du leider verloren gegen Fribourg mit 4-7. Ja. Dort hast du vor allem einen Fehlstart kassiert, also nach 1-0 Führung dann noch 3 Tore kassiert. Ja, was muss sich da verbessern aus deiner Sicht? Ja, es ist ein sehr schwieriges Spiel für mich. Und dieses Spiel... Ich möchte das Spiel mehr konzentriert und mehr geduldiger. Geduldiger, ja. Geduldiger, ja. Genau, gut. Also, ich wünsche dir viel Glück, bonne Chance, Michael. Merci. Bon Match. Und dann gehen wir noch über zum Pascal, wie er geil ist, von der SCL Tigers. Sali Pascal. Hoi, Ken, hoi. Pascal, für dich ein Heimspiel, oder? Du als Zürcher da. Ja, genau. Also nur physisch, ja. Nur physisch, genau. Weil du bist natürlich für Langnau am Start als SCL-Sympathisant. Jetzt musst du mir schnell die Story erzählen. Du hast ja auch das Qualifikationsturnier von Genf Servette gespielt und bist dort in die Top 4 gekommen, also in Halbfinale. Und dann hast du einen Gegner gehabt, nämlich den Michael France. Wie ist das Spiel dort abgelaufen? Ja, er hat 1-0 gewonnen. Also es war ein relativ knappes Spiel gewesen, vom Resultat her. Aber ganz ehrlich zu sein, also er hat mich schon relativ gut dominiert. Das ist einfach das Resultat täuscht ein bisschen. Ja, also er ist da der klare Favorit in diesem Match. Und was kannst du sagen über seinen Spielstil? Ich habe schon von ganz vielen gehört, dass er einer der Favoriten ist. Und trotzdem ist er nur Anführungszeichen Sechster. Richtig, da bin ich auch sehr überrascht. Also ich habe ihn auch in der Top 4 gehandelt. Und ich glaube, er hat einfach Startschwierigkeiten. Der wird sicher noch kommen. Muss nicht gerade heute sein, aber nachher darf er dann kommen. Noch schnell weg von Michael und zurück zu dir. Du hast die letzten zwei Spiele jeweils mit 3-4 verloren, eins sogar nach Verlängerung. Und auch dein Goalverhältnis ist eigentlich mit minus 6 nicht so schlecht, dass gerade am Tabellenende mystisch sein. Wie erklärst du dir das, dass es bis jetzt irgendwie mit den Punkten noch nicht so geklappt hat? Ja, es ist einfach der letzte Zwick, der fehlt bei mir irgendwie. Bin auch ein bisschen ratlos momentan, was das anbelangt. Aber ein anderer Grund ist natürlich, ich habe auch noch nicht gegen den Z und Lausanne gespielt. Ja, und die meisten haben schon gegen die gespielt und ja, dann wird es schwierig. Also, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg heute am Abend für das Spiel, Pascal. Vielen Dank, Ken. Perfekt. Also, dann haben wir die beiden Protagonisten auch gehört vor dem Match. Wir gehen bald in das Spiel rein zwischen Genf Servette und den SCL Tigers. 3 Minuten, dann
legen wir los mit dem Spiel in der McDonald's App E-National League. Bis gerade. By UBC. Wir haben hier etwas Neues überlegt. Eishockey ist ja eher ein Rufersport. Und darum habe ich das ACCT, Aftercheck Communication Training, entwickelt. So lernen die Spieler, dass Checks verletzend sein können. Und genau das üben wir. Oh Gott! Alles easy. Wir reden noch. Hallo, Max. Was kann ich für dich tun? Wetterbericht, Börsenkurse, Shoppingliste. Licht an, Licht aus. Was hat diese Dose nur, was ich nicht habe? Red Bull verleiht Flügel. Schafft Genf den Anschluss an die Verfolgergruppe oder kommt Langnau weg vom Tabellenende? Diese Frage werden wir jetzt dann gerade beantworten können. Sechster Spieltag der McDonald's App E-National League. Und ich habe gehört, die Spieler die sind parat und darum würde ich meinen, wir gehen in die virtuelle Le Verne-Halle. Also, Spiel ab. So, und ich wechsle ins Hochdeutsche wie gewöhnlich, beide Spieler hier nochmals eingeblendet. Michael France und Pascal Virgailis, beides äußerst erfahrene Spieler. Seit über 25 Jahren nämlich spielen die beiden das NHL-Game. Ich habe es vorhin im Interview angetönt. Pascal, der hat die beiden letzten Spiele denkbar knapp mit 3-4 verloren. Also sicherlich dort auch ja, auf Wiedergutmachung. Pascal Virgailis. Und Michael, der hat nach dem Startsieg gegen Bern dreimal hintereinander verloren. Und da hat ja auch Pascal gesagt, Michael gehört zu den Favoriten eigentlich der E-National League, konnte das aber bisher noch nicht unter Beweis stellen. So, und rein geht's in dieses Spiel. Genf spielt als Auswärtsmannschaft, als Heimmannschaft, jetzt in den umgekehrten Trikots, also in Weiß, von unten nach oben. Und das ist gleich mal Nilsson. Hier nochmals der Schwede. Natürlich auch NHL-Game-mäßig ein Upgrade für die SCL Tigers. Ist mit einer 68 bewertet. Bleibt ja dort ja, noch hinter seinen Ansprüchen. Der schwedische Topscorer hat bisher lediglich ein Tor erzielen können.
Hier die erste Chance für die Genfer. Sie ein Herantasten auch von Pascal Virgailis. Jetzt im Angriff, das ist Berger, der Captain. Pascal Berger, Robbie Earl. Und das ist Nilsson, wie angesprochen. Der Schwede. Wieder Berger. Aber das war knapp an einer Strafe vorbei. Da hatte Michael France Glück. Das ist Tömmernes. Marco Maurer. Der musste übrigens im letzten Live-Spiel, das wir hier hatten, dort kassiert er 2 Strafen. Das ist äußerst viel für ein NHL-Game. Also der virtuelle Marco Maurer hat dort keine gute Figur abgegeben. So, fast 7 Minuten sind gespielt und wir spüren förmlich das Abtasten der beiden Teams. Das ist Benjamin Neukomm. Wunderschöner Pass in den Slot. Flavio Schmutz ist der Mann, der verpasst. Das ist Blaser auf Diem. Dari Leger auf Blaser. Guter One-Timer von Larry Leger, nur knapp vorbei. Also bisher die SCL Tigers mit mehr Spielanteilen, aber das kann natürlich jederzeit kippen, besonders im NHL 21. Das ist Roger Carra auf Arno Jacquemet, die beiden Verteidiger im Zusammenspiel. Ria, und da ist das 1:0. Frühe Führung, 9. bzw. 10. Spielminute. Arno Jacquemet, der Verteidiger, der hier nach Pass von Damien Ria trifft. Ja, herrlich herausgespielt. Und keine Chance für Ivars Pounenovs. Schnell abgeschlossen von Arno Jacquemet im Stile eines Stürmers, muss ich schon fast sagen. Und Pascal Virgailis und seine Langnauer wollen natürlich zurückschlagen. Jetzt Puckverlust und es geht in die andere Richtung. Und nochmals in die andere Richtung, das ist Julian Schmutz. Gut abgefangen hier von Simon Le Coutre. Und ein bisschen zu steile Pass auf Timothy Kast. Das scheint Michael France seinen Fokus auf die Defensive gelegt zu haben. Wir sehen es hier, kein aggressives Forechecking. Im Gegenteil, ein Abwarten. Und das wird beinahe bestraft. Das ist Anthony Hügener. Verliert die Scheibe an Denis Smirnovs. Den haben wir ja vor der Sendung gesehen mit der Videobotschaft. Also hier virtuell im Einsatz die Nummer 27 der Genfer. Das ist Kuonen mit dem Pass an sich selbst. Verliert dann die Scheibe. Damien Ria. Immer noch Ria. Verliert die Scheibe an Kuonen. Das hat er gut gemacht. Dann Robbie Earl. Hügener. Sie suchen hier die Lücke, die Tigers. Earl hier an der Scheibe. Sie kommen noch nicht wirklich in die gefährliche Zone. Noch sobald ich es gesagt habe, da passiert schon fast der Ausgleich. Pascal Virgailis am Drücker. Leger auf Hügener. Kuonen. Da ist keine Lücke frei für Langnau. Nochmals Kuonen. Hügener. Wo ist hier die Lücke? Die Langnauer hier schon seit Minuten in der Zone der Genfer. Kommen hier nicht durch. Das macht Michael France sehr geschickt. Das ist Mercier. Gutes Dribbling. Und dann aber umso schlechterer Pass von Michael France. Schaut mir der Torschütze zum 1:0. Was für ein Kracher. Nur noch eine Minute. Die Chance für die SCL Tigers hier mit Markus Nilsson im Angriff. Dann Leger, wieder Nilsson. Klasse Pass und das war der Pfosten. Ben Maxwell mit dem Pfostenschuss kurz vor der Pause. Und nochmals ein gefährlicher Abschluss
3,5 Sekunden vor Schluss. Ja, da war sie, die Ausgleichschance für Pascal Virgailis. In Person, in virtueller Person von Ben Maxwell, dem besten Spieler der SCL Tigers in diesem Spiel. Und so geht's mit 1:0 in die Pause, mit dem 1:0 für die Genfer hier im Bild. Und da müssen sich Maxwell, Kuonen und Co. noch sich etwas einfallen lassen bei den Langnauern. Denn da steht Michael France mit seinen Genfern äußerst diszipliniert und macht das Spiel eng. Insgesamt aber, ja, man sieht es in der Statistik, 3:2 Schüsse nur für die SCL Tigers. Und ja, da muss man nicht so gut in der Mathematik sein. 50% der Schüsse im Tor bei Michael France. In 5 Sekunden geht es weiter mit dem Mitteldrittel. Rappelvoll ist sie, die Arena. Und weiter geht's mit dem Mitteldrittel. Wieder die Genfer in Weiß. Von unten nach oben, das verändert sich in dieser Ansicht nicht. Und da ist bereits das 2:0. Was für ein Start. Nur 31 virtuelle Sekunden hat da Joel Wärming gebraucht für dieses Tor. Klasse herausgespielt, tolle Übersicht von Eric Fair. Und Joel Wärmin steht dort, ja, da muss man schon fast floskelhaft sagen, dort, wo er stehen muss. Keine Chance für Ivars Punenovs. Und es steht 2:0. Was für ein Start für Michael France in dieses Mitteldrittel. Fritsche und Omak, 3:0. Jetzt kommt knüppeldick für die SCL Tigers. Linus Omak hat bereits gestern Abend in der National League zweimal getroffen und jetzt also auch in der E-National League gegen die SCL Tigers erfolgreich, der Schwede. Ja, da schalten die Genfer mehrere Gänge höher im Mitteldrittel. Unfassbare Effizienz auch von Michael France. Das ist Fritschi auf Jacquemet. Wieder Fritschi, John Fritschi. Und das sieht nach einem Foul aus, nach einer Strafe. Ja, und da muss ein Langnauer raus. Ja, klares Beinstellen von Markus Nilsson. Und als wäre es nicht schon genug, 0:3 Rückstand und jetzt also auch noch ein Boxplay für die SCL Tigers. Trotzdem hier im Scheibenbesitz. Huguenin macht da gut, der Verteidiger, Anthony Huguenin. Guter Schuss auch auf Gauthier Declou. Der kann sich auch mal auszeichnen. Vermin auf Eric Fair, Maurer wieder Fair. Eric Fair, wo ist da die Lücke? Beinahe findet er sie. Marco Maurer mit dem Querpass und das ist eine klasse Parade von Ivars Punenovs. Und wieder ist er gefordert, der Torhüter. Und wieder! Was für Szenen hier. Zuerst eine Doppelparade und dann trifft der Genfer das leere Tor nicht, zugegebenermaßen aus Spitzenwinkel. Und das ist die Kontermöglichkeit. Robbie Earl mit der Schussgelegenheit, aber Declou hält dicht. Vermin, der Torschütze zum 2:0. Dann Maurer, Daniel Winnick auf Roger Carra, verliert die Scheibe. Jacquemet auf Tanner Richard findet da Omar, der verliert jedoch die Scheibe. Jetzt
Ben Maxwell an der Scheibe. Robbie Earl. Pascal Berger. Der traf übrigens im vorletzten Spiel in der National League doppelt gegen Genf beim 4:0-Sieg. Jetzt Linus Omark und das ist ein Offside. Ja, offensiv kommt da zu wenig von den SCL Tigers. Da muss noch etwas gehen. Und man muss auch sagen, die Genfer, die machen das äußerst geschickt in der Defensive. Lassen die Tigers kommen bis zur blauen Linie, aber dort stehen sie dann. Ganz aggressiv, jetzt mal durchgekommen von Pascal Virgailis. Jules Sturn ist das. Gutes Dribbling. Dann Toms Andersons auf Blaser. Leger, jetzt vielleicht die Schussmöglichkeit. Blaser auf Julian Schmutz. Jetzt machen sie Druck. Die Langnauer kommen aber nicht in die Schussposition, in die sie gerne möchten. Jetzt vielleicht gut verteidigt von den Genfern, aber immer noch die Langnauer. Jetzt vielleicht. Ja, kein Durchkommen für die Langnauer. Das ist Tyler Moy. Gestern ebenfalls erfolgreich gegen Langnau. Das ist Mercier. Versucht es mit dem Doppelpass auf Tyler Moy. Der letzte Pass jedoch bleibt hängen. Julian Schmutz. Nächste Saison ja beim HC Davos unter Vertrag. Julian Schmutz. Das wäre ein guter Pass gewesen auf Andersons, der gleich abschließt. Backhand. Aber Gauthier Deklu. Hält dicht. Gauthier Deklu macht das gut. Michael France übrigens setzt hier auf Gauthier Deklu, nicht auf Daniel Manzato. Daniel Manzato ist rein von der Gesamtstärke im NHL 21 der ganz leicht bessere Torhüter mit 69 bewertet. Aber Michael France laut eigener Aussage möchte es wie in der Realität haben, setzt hier auf Gauthier Deklu und das zahlt sich bisher aus. Noch kein Gegentor. Tanner Richards. Geduldig auch im Offensivspiel die Genfer, nicht nur in der Defensive. John Fritschi. Ja, überraschenderweise mit einer 69 bewertet im NHL 21. Also ein Schlüsselspieler hier in der National League. Ja, ansonsten eher ein Ergänzungsspieler. Ein wertvoller Ergänzungsspieler, muss man hier noch anfügen. Das ist Sebastian Schilz, der Verteidiger. Noch gut 2 Minuten sind zu spielen in diesem Mitteldrittel. Berton auf Denis Smirnovs, den passionierten Gamer der Genfer. Beinahe kommt der Pass ran. Noch bei den Genfern, jetzt Ben Maxwell. 1 Minute noch zu spielen und das hätte doch das 1:3 sein müssen. Benjamin Neukomm verpasst hier. Sekunden noch zu spielen. Und die Langnauer, die drücken jetzt auf das Tor. Ben Maxwell auf Nilsson. Ja, und das gibt's ja gar nicht. Da schüttelt auch Pascal Virgailis den Kopf. Ja, mit ein wenig Glück wäre der reingegangen. Unfassbar. Und so geht's also mit einer aus Genfer Sicht komfortablen Führung ins Schlussdrittel, in die zweite Pause. 3:0. Joel Vermin und Linus Omark sind die virtuellen Torschützen in diesem Spiel. Hier sehen wir die Szene noch einmal. Das war Vermins Tor und dann hier Omark. Saubere Schusstechnik. Übrigens Linus Omark mit einer 74 bewertet und geht man generell die Gesamtstärken durch, da ist halt Genf schon klar im Vorteil, was die Spielerstärke angeht. Bei den SCL Tigers sind nur 3 Spieler mit
68 oder höher eingestuft. Bei den Genfern sieht das schon ganz anders aus. Und Pascal Virgailis hat ja auch Michael Franse als den klaren Favoriten genannt im Pre-Game-Interview. Und wir gehen ins Schlussdrittel. 0:3 Rückstand für die SCL Tigers. Geht hier noch was? Pascal Berger auf Markus Nilsson. Ist er der einzige Akteur mit einer Strafe? Und dieser Pass, der war nicht so geplant. Nilsson, der Schwede. Ja, jetzt ist das Tempo nicht mehr da. Schild kommt hier gut in die Zone, aber wunderbar herausgespielt. Was für ein Pass von Sebastian Schild. Und der Captain höchstpersönlich ist hier für das 1:3 besorgt. Pascal Berger. Ist das der Start für ein furioses Comeback für die SCL Tigers? Schöner Pass hier von Schild und Berger. Lässt Deklu keine Chance. Und es steht nur noch 1:3. Also im Unterschied zu diesem Halbfinal im Genf Qualifier trifft Pascal Virgaili sein erstes Mal gegen Michael Franse. Und das zweite sollte natürlich sogleich folgen. Dostoinov verpasst hier. Robbie Earl. Gutes Poke-Checking hier von Marco Maurer. Gut herausgespielt. Und was ist denn hier los? Robbie Earl mit dem 2:3. Und plötzlich kommen sie, die Langnauer, wie die Feuerwehr im Schlussdrittel. Wunderbar auch hier die Vorarbeit. Vors Tor und Robbie Earl aus unmöglichem Winkel schießt er sie hier noch an Deklu vorbei, nur noch 2:3. Ja, und das wird jetzt richtig spannend. 2:3 also nur noch. Das ist Samuel Erni auf Dostoinov. Und jetzt die Chance für Kuonen. Jetzt Nolan Diem. An der Scheibe gelingt hier der Ausgleich. Es stehen nur noch 2:3 und da ist er, der Ausgleich. Das gibt's ja gar nicht. Was für eine Aufholjagd der SCL Tigers. Flavio Schmutz mit dem 3:3. Ganz lange hat er gewartet, Nolan Diem mit dem Querpass. Und Flavio Schmutz postiert sich hier, schleicht sich von Roger Carrer weg und buxiert die Scheibe ins Tor. Unglaublich. Innerhalb von 6 virtuellen Spielminuten, also vom 0:3 auf 3:3. Was liegt denn hier noch drin für die SCL Tigers? Und wir stellen uns natürlich auch die Frage, wie reagiert Michael Franse jetzt auf diesen Schock? Anders kann man es nicht nennen. Das ist Larry Leger. Bringt ein wenig Ruhe ins Spiel, während dort oben irgendein Langnauer noch ausrutscht. Es ist Yannick Blaser. Das ist Toms Andersons. Wird weggedrängt von Le Coultre. Punenovs. Weg auf Sturni. Noch elf virtuelle Minuten zu spielen. Sturni sucht hier die Anspielstation. Jedoch gut verteidigt von Genf. Das ist Elliot Berton. Auf Eric Fair. Und dann Jonathan Mercier. Mit dem Spin-Move auf Eric Fair und das ist klasse gespielt.
Erneute Führung für Genf Servette. Und so reagiert man auf solch einen Schock, auf das 3:3. Elliot Berton, der Torschütze, nach diesem Backhand-Pass von Eric Fair. Ja, da ist Larry Leger einen Tick zu weit weg von diesem Mann hier, der 92 von Genf, von Elliot Berton, und schon hat's geklingelt. Und wieder haben wir ein 4:3. Ich habe es eingangs erwähnt. Pascal Virgailis hat die letzten zwei Spiele in der McDonald's App E-National League jeweils mit 3:4 verloren. Also gewissermaßen ein Déjà-vu hier. Temenes mit dem Pass ins Nirgendwo, aber trotzdem irgendwie ist dieser Puck zu Noah Roth gekommen. Noah Roth, klasse gemacht. Dann Berton, eben noch Torschütze. Elliot Berton, dann Temenes, Marco Maura, gut verteidigt von den Langnauern. Die Genfer bleiben dran, das ist Denis Smirnovs, versucht es aus unmöglichem Winkel. Noch 6 Minuten zu spielen und das ist wohl ein Offside. So ist es. Sechs Minuten bleiben noch. Also auf alle Fälle ist dieses Duell zwischen diesen beiden Mannschaften das engste Duell, wenn man die National League Partien mit einberechnet. Und was für ein Tor! Alexei Dostoinov mit dem 4:4. Und dass dieser Mann schießen kann, das wissen wir. Dostoinov ansatzlos zieht er durch. Die 62 der Emmentaler. Keine Chance für den Genfer Schlussmann. Und das ist ja mal eine spannende Partie, die wir hier sehen. 4:4 und noch 5,5 virtuelle Minuten zu spielen. Und einfach nochmals zur Erinnerung, Genf Servette hat 3:0 geführt nach 40 Spielminuten und jetzt steht es 4:4. Also egal was passiert, eine unglaubliche Aufholjagd von den Langnauern. Vielleicht liegt auch mehr drin. Diem scheitert an Deklu. Noch 4 Minuten. Und das sieht nach einem Icing aus. So ist es. Somit Bulli in der Zone der Genfer. Aber Tanner Richard hier verliert hier, nein, er gewinnt das Bully einigermaßen. Tanner Richard, einer der besten Bully-Spieler der Liga. Dann Roger Carra an der Scheibe, John Fritschi. Fritschi wieder auf Carra, der sucht die Lücke. War das eine Parade von Ivas Punenovs? Scheint so, den hat er übers Plexiglas lenken können. Noch 2 Minuten, 4:4 steht es. Gibt es eine Verlängerung oder? Ja, und da haben wir. Kaum spreche ich von einer Verlängerung, da schießen die Genfer das 5:4. Und es ist wieder Joel Vermin. Zweites Tor an diesem Abend für Joel Vermin. Und jetzt gibt es noch schnell ein Timeout, so wie es aussieht. 20 Sekunden bleiben noch. Und wir sehen auch bei den Torschüssen 13:11 ist das äußerst ausgeglichen. Aber wir sehen auch die Time on Attack. Also die SCL Tigers, die waren ja ein bisschen mehr in der gegnerischen Zone. Und nach der Verschnaufpause für Michael France geht es hier weiter. Und wieder jagen die SCL Tigers einem Rückstand hinterher. Ja, das ist Schild auf Federico Lardi, der Verteidiger. Immer noch an der Scheibe, gut gemacht.
Jetzt nehmen sie den Goalie raus, deswegen gibt er die Scheibe nicht ab. Und jetzt sind es 6 Langnauer auf dem Eis. Empty Net. Gut gerettet hier von Dostojnov. Schilz auf Kuonen. Dostojnov. Und das wäre beinahe die Chance gewesen für Kuonen. Jetzt noch einmal, noch 25 Sekunden. Da verlieren sie die Scheibe. Das Tor ist offen bei den Langnauern. Und da ist es, da ist die Entscheidung. Daniel Winnick mit dem 6:4 für die Genfer. Ja, da war nichts mehr zu machen für die Langnauer. Pascal Virgailis, er war nahe dran am Ausgleich, muss man sagen. Jetzt noch 10 Sekunden zu spielen und das Spiel logischerweise gelaufen. Aber was für eine Partie haben wir hier gesehen. Sehr spannend. Und Genf Servette gewinnt diese Partie, das Live-Spiel hier auf MySports gegen die SCL Tigers mit 6:4. Ja, das war eine gute Leistung hier von Gauthier Declou. Zumindest in den ersten 40 Minuten. Dann brachen alle Dämme. Wenn wir hier das Tor von Elliot Berton nochmal sehen. Und das war für mich das Tor des Abends. Alexei Dostojnov aus vollem Lauf durchgezogen. Via Innenpfosten getroffen, aber genützt. Hat das aus Langnauer Sicht leider nicht. Also mit 6:4 gewinnen die Genfer dieses Spiel. Und wir sehen hier 3 Assists von Eric Fair. Wahnsinnspartie auch von ihm. Wir gehen ganz kurz in die Werbung. In einer Minute sind wir zurück mit den Stimmen des Abends. Bis gleich. Powered by UPC. Wir haben hier etwas Neues überlegt. Eishockey ist ja eher ein Rufersport. Und darum habe ich das ACCT, After Check Communication Training, entwickelt. So lernen die Spieler, dass Checks verletzend sein können. Und genau das üben wir. Oh Gott! Alles easy. Wir reden noch. Hallo, Max. Was kann ich für dich tun? Wetterbericht, Börsenkurse, Shoppingliste, Licht an, Licht aus. Was hat diese Dose nur, was ich nicht habe? Red Bull verleiht Flügel. Was soll ich da noch sagen? Nach so einer Partie, es hat alles reingekommen. Spannung, Aufholjagd, dann wieder da ein Goal und dann haben die anderen wieder vorgelegt. Also unglaublich. Also mein Respekt an die beiden Spieler, die heute im Einsatz gestanden sind. Genf Servette gönnt das Spiel am 6. Spieltag gegen die SCL Tigers mit 6:4. Ja, und wir wollen natürlich die beiden Protagonisten vom heutigen Abend hören. Zuerst gehen wir, glaube ich, zum Michael, wenn es mir recht ist, zum Sieger vom heutigen Abend. Ein Genfer Sieger. Michael, Felicitations. Merci. Ja, wie fällt dein Fazit aus? Unglaubliches Spiel, oder? Ja, ja, sehr knapp Spiel. Aber natürlich sehr glücklich. Ja, yeah, sehr glücklich auch, ja. Also, Felicitations, Michael. Merci. Et bon retourné à Fribourg. Ah, super, merci beaucoup. Also, der Michael natürlich sehr happy mit dem Auftritt von ihm und dann, ja, ich meine, hey, 0:3 hingelegen. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der das Gefühl hatte, oh, das wird jetzt eigentlich recht eng, weil Genf hat sehr gut verteidigt. Aber dann hat die Aufholjagd angefangen von dem Mann, von Pascal Virgailis, wo die SCL Tigers vertritt. Ja, Pascal, was soll man sagen nach so einem Match? Riese Aufholjagd und dann nicht aufgeben, auch nach dem neuerlichen Rückstand nicht und dann aber doch wieder 2 gefressen.
Ja, wie fällt dein Fazit aus nach so einem Spiel? Ja, es geht bei mir weiter, wie es aufgehört hat in den letzten paar Matches. Einfach genau das Quäntli, das... Ja, einfach... Also ich sehe es jetzt noch vor mir. Kuonen, der dort vor dem Goal ist und irgendwie... Böck kommt zu ihm, aber Verteidiger ist glaube ich noch dazwischen gewesen. Ich habe es nicht ganz genau gesehen. Aber das ist genau das Quäntli Glück, das gefehlt hat, oder? Ja, genau. Aber gut, der Michael hat auch sehr, sehr gut gespielt. Er hat den Slot zugemacht. Bärpass sind nicht so gut angekommen, im letzten Drittel dann ein bisschen besser. Beide sehr gut verteidigt, vorne relativ eiskalt gewesen und ja, verdient gewonnen, aber ja, es wäre mehr drin gelegen. Ja, das verstehe ich absolut. Und wenn wir auf die Tabelle schauen, ich meine, man kommt irgendwie nicht weg von dem letzten Platz. Irgendwie klappt das irgendwie am ich weiß auch nicht, Pech, das verfolgt dich irgendwie. Das nächste Spiel ist gegen ZSC1, also einfacher wird es nicht. Was machst du in so einer Situation? Bist du eher einer, der einfach so weitermacht wie bis jetzt und einfach hofft, dass das Pech irgendwie weggeht? Oder willst du jetzt irgendetwas ändern in deiner Taktik? Ja gut, groß ändern die Taktik muss ich bei eigentlich keinem Gegner, weil ich bin eigentlich gegen fast jeden der Underdog und ich spiele sehr, sehr defensiv. Und das werde ich so... Ich werde natürlich die vom Z natürlich nochmal genau analysieren in dem letzten Match. Aber grundsätzlich einfach sehr defensiv und versuche es beizustellen. Gut, dann wünschen wir dir viel Glück dabei und danke auch dir, dass du da vorbeikommst in der Game-Turnier Arena. Danke vielmals, Pascal. Danke ebenfalls. Schönen Abend. Ich hoffe doch. So, ja, das wär's gsi. Und wir schauen noch auf das Resultat vom heutigen Abend, dass wir das auch noch gesehen haben. Von dem 6. Spieltag. Lugano verliert das Duell gegen Rapperswil-Jona Lakers überraschend deutlich mit 2-6. Dann das Verfolgerduell zwischen Zug und dem Z. Das geht klar an die ZSC1. Ambri Piotta überrascht weiter 8-4 gegen SC Bern. Davos verliert nach dem Sieg von letzter Woche jetzt schon wieder 3-4 gegen Biel. Und das Spiel, das wir jetzt gesehen haben, Genf Servette gegen die SCL Tigers 6-4. Ja, was für eine Partie. Und die letzte Partie, das habe ich schon eingangs erwähnt, Fribourg-Gottéron und Lausanne, das Spiel hat nicht stattfinden aufgrund von technischen Problemen. Wir hoffen natürlich, dass das dann bald auch nachgespielt wird. So, ich bin am Schluss, oder wir sind am Schluss von dieser Sendung, so muss ich sagen. McDonald's App eNational League, die gibt es dann am nächsten Donnerstag wieder, 19.40 Uhr auf MySports One und auf dem Twitch-Kanal von MySports. Dann das Duell zwischen dem EHC Biel und dem HC Lugano. So, und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Fanstream haben wir auf Twitch. Das ist eine Premiere. Morgen Abend nämlich haben wir das Spiel zwischen dem SC Langenthal und dem EAC Fischb, wo wir live streamen auf unserem Twitch-Kanal. Also unbedingt reinschauen. Der Match wird selbstverständlich kommentiert, hat eine Grafik drin, also ein regulärer Match. Auf dem Twitch-Kanal, 7:45 morgen Abend. So, dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen, die Heime. Danke an das Produktionsteam und an die Sponsoren, die das möglich machen. Und dann wünsche ich euch einen schönen. Ciao zusammen. esports.ch Powered by UPC. Wir haben hier etwas Neues überlegt. Eishockey ist ja eher ein Rufersport. Und darum habe ich das ACCT, Aftercheck Communication Training, entwickelt. So lernen die Spieler, dass Checks verletzend sein können. Und genau das üben wir. Oh Gott! Alles easy. Wir reden noch. Hallo, Max. Was kann ich für dich tun? Wetterbericht, Börsenkurse, Shoppingliste. Licht an, Licht aus. Was hat diese Dose nur, was ich nicht habe? Red Bull verleiht Flügel.
Ein feines Raclette mit Freunden ist immer gut. Im Spital brauchen Kinder ihre Eltern noch mehr als sonst. Darum gibt es seit 20 Jahren die Ronald McDonald Häuser, wo Eltern in der Nähe von ihren schwerkranken Kindern übernachten können. Unsere Häuser gibt es in Basel, Bern, St. Gallen, Bellinzona, Genf und neu auch in Luzern. Weil Nähe hilft heilen. Ihre Spende übrigens auch. Dies ist ein Schweizer Joghurt. Es sieht aus wie jedes andere Joghurt. Und dennoch ist es nicht irgendein Joghurt. Denn es wird zu 100% aus Schweizer Milch hergestellt. Swiss Guarantee. Auf die inneren Werte kommt es an. Es gibt Situationen, da sind Gehörlose klar im Vorteil. Meist sind sie es nicht. Stell dich nicht taub, wenn es um ihre Anliegen geht. Gehörlosenbund.ch. Verstehen wir uns richtig? I don't think anybody's gonna miss 2020. And yet, even on one of the worst years ever, thanks to our fans, players, officials, partners, and organizers, we managed to pull off one of the most memorable FIBA 3x3 World Tour seasons ever. To help me recap the 2020 season, we sat down with Joey King, who in 1 year went from role player in Minnesota to wait, what? Tour scoring champion with New York Harlem? It's my favorite part of the year when I can dish out some awards and give a few shout-outs. And who better to do it than yours truly, right? Riga had a season to remember and provided some of 3x3's greatest moments ever. We look back at their incredible journey in 2020. Plus, you know you gotta stay tuned to the end of the magazine. We got the best plays of the entire season coming your way. It's quick. It's epic. It's Olympic. Welcome to the world of FIBA 3x3 basketball. A game played with non-stop music on a half court between two teams of three players trying to hit 21 points before 10 minutes of game time is up. Can you believe it was over a year ago when Novi Sad came back out of nowhere like Mike Tyson to win their fourth World Tour final in 8 editions? The World Tour in 2019 was bigger and better than ever, with a record 12 events and more prize money than Who Wants to Be a Millionaire. Olympics, Olympics, Olympics. We were all Twitter Kanye crazy over the anticipation of 3x3 making its Olympic debut in Tokyo in 2020. 2020 appeared set to be epic, and there was excitement over an even deeper World Tour on top of that. After once again proving they were 3x3's top dog, would Novi Sad continue to be 3x3's superpower, or would a rival team take them down and snatch the crown?
Oh, we about to find out. Unfortunately, 2020 proved meaner than an Eminem diss track. The COVID-19 pandemic meant the Olympics were postponed for a year, and there was the dreaded possibility the entire world tour season would be canceled. But the entire 3x3 community rallied together to salvage four masters and a final under safe biosecure conditions, of course. And what a season we had. Riga and Lehman, teams who had been close to greatness previously, took the season by storm, splitting four masters. World number one Lehman had a returning secret weapon, Stefan Stojicic. Did you forget the name? Maybe you know him better as Mr. Robot. Stojicic proved he was rebooted to win MVP in his comeback to lead Lehman to a season-opening Debrecen Masters title. The Serbs dominated in Hungary and also claimed the Europe Masters as they threatened to run away with the World Tour. But Riga had other ideas. Having won the Hungary Masters already, the Latvians were determined to prove this season was not just a one-horse race. They met their rivals in the Doha Masters final in a matchup with more hype than Fast and Furious 9. In a WTF finish, Riga came back from the dead to win the title after an insane Tiso buzzer beater from Carlos Lasmanis. It was 2-2 between Riga and Lehman after the regular season. Would one of them split the tiebreaker in Jeddah? With the rivals hot, Novi Sad, by contrast, looked unusually sluggish in the regular season. They made two semis in Hungary, but their aura of invincibility had vanished. World number one player Dusan Bilic showed glimpses of his old magic, but he lacked support. Was their run finally over? Or would the Serbs again bounce back to win title number 5? The World Tour has become far more than just about 3x3 superpowers. New teams have emerged, highlighted by last year's breakout team Shaqe Gubale. This season, it was another Lithuanian team who took the World Tour by surprise, Utena Uni Club. On their debut at the Debrecen Masters, they took down Riga and confidently powered to the final, and their main man, Ignis Vaitkus, became an instant star. Utena proved they were the real deal next up in Doha with a semi-final finish where Zigmantas Skuchas, aka the Lithuanian Rodman, became a fan favorite. It was a season where Norris Miezis proved he might be the baddest superhero of them all. Robin, the cold-blooded Riga star, led the competition in total player value at the end of the regular season, while Stojicic, the 2017 MVP, was second and well ahead of the pack, ahead of the Jeddah final. Joey King sat on the throne this World Tour season with a scoring average of 7.6 points per game. He made the leap into 3x3 superstardom, but the New York Harlem player's journey started in low-key Minnesota before moving to the Big Apple's bright lights. I got my 3x3 start with a group of guys in Minnesota and played in the U.S. National Championships. That was kind of when my wife and I decided to settle down, get a home in Minnesota, and then I took off on this new adventure. Really enjoyed it with the guys from Minnesota, but at the end of the day, I was looking to jump on the tour and look at bigger and better opportunities, and ended up speaking with Damo probably June of last year, and by July, there I was playing in China with the guys. We thought that me, Damo, and Marcel, and then obviously with Kat, Kadani, Dave would be a great fit as far as some of the slashing abilities of the guys mixed with me and Damo's passing and scoring ability. New York Harlem might be the most entertaining team on the World Tour, headlined by Disco Dominique Jones' funky footwork and Marcel Essanwune's above the rim fireworks. The humble King might not be naturally flashy, but he's proven a mighty fine fit with the New Yorkers. Let's be honest, with my team, I'm much more suited for 5-on-5 in a lot of cases, right? I've never been the guy who loves to show up and be a star in an all-star game or anything like that. I like to screen, I like to roll, I like to pop, and I like to play team defense. And that's how I've always made my money. That's how I've gotten on the court.
King's sweet stroke is a standout, but his selflessness makes him a winning all-around player and provides important stability for New York Harlem. You know, I've always been a guy to shoot a high percentage. I'm going to do what I can to help the team win. And if at the end of the day, that's scoring 4 points and grabbing 10 boards, it is what it is. If I need to go out and score 12 points in a game, I'll do whatever it takes to win. So I think the guys, you know, trust me to do good things for our team, to score the basketball, because it is obviously one of my greater skill sets. The insanely talented New York Harlem appear to be on the cusp of challenging the big three of 3x3. After an uninterrupted season, maybe 2021 will be the true breakout year for the Americans. We played 7-8 tournaments last year. You know, we had a few tough showings and some Masters and stuff like that. In Debrecen, obviously, losing to Liman, getting third place was, you know, not something we anticipated, having played so well on the other stops. But at the end of the day, yeah, we're really starting to flourish here. COVID's a little bit of a hiccup for us, but you know, obviously going into 2021, things are looking bright with our connection. You know that in 3x3, 25% of the games are decided by just one shot. So even on a shortened season, we had way too much to choose from. After arguing about the list for days, we finally present you the top five coldest TSO buzzer beaters of the season. At number five, Joey King was the ruler of all he surveyed in Debrecen, including Novi Sad. JK wasn't kidding with the game on the line. Spinned away from Savage like a salsa partner, getting a big win for New York Harlem. At number four, the madman, Kareem Maddox, was like internet. He was everywhere. First, he throws the shot back like a hardwood classic. Then he handed UB a big L at the buzzer. That's turning D to O for the W. At number three, Gilles Martin leaving the Slovenians like a bad relationship. My guy is faster than 5G in hyperspeed. He gets to the cup in a rush just in time for a huge win for the Swiss. In at number two, Miroslav Pašalić doing Dušan dirtier than the Weeknd's plastic surgeons. I can't feel my face when I'm with you. Pašalić with the two-piece to win it right in the grill of the best player in the world. And at number one, you can destroy his Batmobile, you can break his back, but you know Batman is gonna win at the end of the movie. Carlos Lasmanis, the show is yours. Now this is what y'all have been waiting for, right? Of course, it's time for my end of season awards. This is where I shout out some players who have caught my eye during a ridiculous world tour season. Trust me, this is gonna be fun. Let's get started. A unique award this year. My player with the best shoe game. Normally we look at the sneaks and I say, just based off of style, what do I like? But I'm going to go with the most creative use of shoe game this year. That goes with my guy, Zizi Mantas Skuchas of Team Utena Uni Club. My guy tried to block a shot with a shoe. Where they do that at? I got to give him an award just for that alone. He gets my best shoe game of the year awards. Gilles the Thrill, Gilles Martin of Team Losant. Hey, he was in his bag like Halloween candy this year. Any defender standing in front of him, their ankles was in major jeopardy. He was a walking highlight reel. He was 0 to 100 real quick. He got one speed, is fast all the time. Maybe the toughest player in the game to guard. So as they say, big things come in small packages. Gilles Martin, keep them handles rolling, bro. This is the biggest award that you can have. And deservedly so, it goes to my guy, Norris Miezis, MVP of the Doha Masters. You can look at all the numbers, number one in player value, number one in key assists, number one in highlights. We talk a lot about Batman, deservedly so, but if Robin was not considered a superhero before, he better be considered a superhero now. Norris Miezis, he's a top player in the game. In Doha, Carlos Lasmanis. That was Lasmanis now. Over to Krulmans, back to Lasmanis.
He jabs left, puts the two up on the logo. Can you believe it? That game winner was so crazy. Remember, I had to broadcast from my home. I actually had a neighbor come over to my house and knock on my door because I went so crazy on that shot and asked me, could I keep it down? Because I'm broadcasting to like 3 a.m. But I didn't even care. That shot was so crazy, I won't ever forget it. This is not gonna be an individual award. This is gonna be a team award. And I'm gonna go with Utena Uni Club. This new Lithuanian team has kind of stole the show. They were a perpetual competitor. We did see them make it to the final of the Deverson Masters. We finished third at the Doha Masters, also got to the semifinals at the World Tour Final. They got a team full of straight killers on that squad, whether it be Skuchis or Viatkus. These dudes can get it done. I don't think Utena Uni Club is going anywhere anytime soon. It came in the final tournament, the World Tour Final, and it came courtesy of my guy on Amsterdam, Julian Jaring. We call him JJ, we call him Juice. He showed some bounce going baseline and he banged on the Lithuanian Rodman. Dennis Rodman wouldn't be proud of that, but Julian Jaring, he put him on a poster. Okay, and for my final award, you know I gotta go with one of my Filipino homies. Josh Munzon, you can't blink. He's gonna do something ill to somebody if you do. Every time he steps on the court, you know he's always gonna play with that extra swag, that extra pizzazz. He's gonna be in the top 5 plays, one way or the other. He's not embarrassed to embarrass you. That's my kind of guy. All right, before we recap the unbelievable Jetta final, I wanted to show you the best 5 dunks of the season, all right? You know we had the best dunkers in the whole world coming to our events. 2020 may have been disappointing, but these dunkers right here, oh, they sure didn't let us down. At number 5, this dunk will have you feeling religious. Chris Staples with the Christ air. Just breathtaking. I'm not even sure my guy could breathe with that mask on. At number 4, Grabo goes over a volunteer. Ninja kicked it like Danielson. What the? Puts the ball through the legs and finishes with the emphatic smash. At number 3, Rafał Lepek-Lipinski. He gets twisted while he gets lifted. Proved to be a winning combo for one of the filthiest dunks of the year. He's unbelievable. In at number 2, it's Grabo checking back in. Just to show out. Self oop off the bounce. He tucked it under his kneecaps. He was sitting on his throne midair. At number 1, it's Milutin. Just look at what he did. He didn't even have the decency to look at his own dunk. My guy reached back like nostalgia. I'm surprised he didn't even throw his shoulder out. It goes without saying, this was, of course, a World Tour final like no other. But we weren't going to let the worst year ever ruin 3x3's biggest annual party. Saudi Arabia's historical treasure of Jeddah was the perfect site to capture the importance of this grand occasion. The World Tour final had the great honor of being the first sports event held in Saudi Arabia since the start of the pandemic and was blessed by the presence of sports minister Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal. To pull off such a spectacle, everyone had to work together, and the 3x3 community proved how close of a family we really are. Safety was of the utmost importance, and there was a strict COVID-19 protocol, including testing and rigorous safety measures. The bubble meant, unfortunately, we couldn't have fans in the stands, but that didn't mean our diehards couldn't be a part of the action. After the year from hell, 3x3 stars rewarded the virtual fans and the rest of us with arguably the best World Tour final of all time, no joke. The top 12 teams of the season were hungry to claim 3x3's biggest prize, and all eyes were on 4-time World Tour winners Novi Sad, who again will outdo Sean Bullitt. But like many of us, 2020 just wasn't a year. The three-peat dreams of the Serbs ended in the semis at the hands of Riga, where Carlos Lasmanis used Jedi mind tricks in Jeddah.
It was the dream final matchup everybody was waiting on. Lehman joining Riga after knocking off new sensation Utena Uni Club in the semis. There was even more on the line with the teams playing for 100 grand. 60 bands for the winners, 40,000 for the runners-up. Riga, the master in this matchup, and with a swagger coming off of Doha, stormed to an early lead. But Lehman struck back. The two teams traded blows like Drago and Creed, but Lehman looked for the knockout, leading 20-18. Now Lehman had a whole bunch of chances to score the title-winning bucket, but they ended up coming up short. With the season on the line, the Latvians had possession and everybody was wondering who was going to be the hero, Batman or Robin. It ended up being Norris Miezis who made Jetta Robin's hood, stealing a trophy on an incredible Tissot buzzer beater from way beyond the arc. I still can't believe my guy ended the season like that. It may be the greatest 3x3 shot ever. Unsurprisingly, the cold-blooded Miezis was voted by his peers as the season's MVP. Remember that 3 days before what I told you, this happened. I told you, it's my confidence and my team. Nobody could imagine that such a bleak year would end on such an amazing note. Speak to the beauty and for sure the craziness of 3x3. After being close the last couple of years, Riga are on top of 3x3's mountain after an unforgettable season. Just 10 minutes after they won the title and before they even called their mamas, we sat down with all four players. What we learned is their secret may not be in their X's and O's, but in their H2O's, their chemistry. It's like family. I'm speaking with my wife more, but I see these guys more than my wife. We are feeling like we are family, you know, and this is a lifestyle. We don't have nothing to do, so we're practicing every day, 2 times per day. It was a hard year, but who said that it's gonna be easy? This was no ordinary season after the world was turned upside down due to the COVID-19 pandemic. The uncertainty and lockdowns took a toll on Riga, but they emerged even stronger. It's mentally very hard to practice all the time when you don't see the light in the end of the tunnel. Kā jau mēs esam daudz reizes esam runājuši, mēs tās lomas esam veiksmīgi sadalījuši. Mēs katrs, kad izdara savu darbiņu, ir rezultāts. Perhaps fate was on Riga's side in 2020 after they won the Doha Masters in extraordinary circumstances. Carlos Lazmanis put on his cape and hit the toughest shot of his career to beat Lehman and win a title. Doesn't matter if you miss a lot of shots, you're gonna make the main one. And the same in Doha. The last game was my favorite game of my life in 3x3 because that comeback was amazing, you know, and those emotions after that kind of comeback, I knew it, it's gonna be in because, you know, usually you know. And here is not like 5-on-5 basketball when there is a coach who will say you stop shooting, you know. I'm gonna take every shot. I follow my mind, my heart, and I do what I think to do. I'm telling all the time this because for our top teams in the world, it's like one lucky shot between us. So let's be honest, this year was us or Lehman. Everyone was betting on us or Lehman, so I think that was the one gap in one shot. Riga once again met their rival Lehman, but the stakes were even bigger this time. The World Tour final title was on the line. With the hype machine and overdrive in Latvia, Riga were feeling the pressure ahead of the $100,000 game. Teikšu godīgi, kad bija. Sakam, mēs kopā dzīvojām ar Lasmani. Un mēs jau no paša rīta, ka piecēlāmies, jau mēs nepagulēt, neko sēdējām, mēs laiku tikai driģenes sēdušies. Jo pirmo reizi vēsturē bija Latvijas televīzija, pārraidīja mūsu spēles un negribējās skatīties mūsu Latvijas skatīties pievilti. I was a little bit nervous because, you know, I know that the whole Latvian will watch and I wanted to prove that we can do more than they think that we can do. Remarkably, just like in Doha, the season came down to one final shot. This is the story of the biggest shot of Norris Miezis' career, as told by the entire team. Es sēdēju malā, bija mūsu bumba. Nauris teica, viņš ir kanāds, teica Agnim, lai samainās, viņš ir kanāds atģilēs trojku. Mēs sarunājām, ko spēlēti, un mēs tam līdz ko deva tiesnesis bumbu, viņi pēkšņi izmainīja to spēles situāciju. It was an open shot in last second.
at that moment I should watch till the end where the ball is going, because I was tired and I wanted all this game stop right now and this moment, and that happened. Miezis, no distance, yeah! Now it's Miezis. When he shoot the shot, I saw that it's going in. And I was, yay, let's go. With their first ever World Tour final title, becoming the first Latvian team to do so, the celebrations were special. Es neko nedomāju, es vienkārši sabruku. Man bija tas, kad mēs esam to izdarījuši. Mēs esam izdarījuši visu Latvijas acu to priekšā. Paldies jums, skatītāji, ka sekojāt mums līdz. Beidzot bija tāda iespēja, un mēs parādījām, kas mēs esam. Paldies, Latvija! Lai Dievs svētī Latviju! Priecīgs dziesmīgs un laimīgi jaunagad! Our phones is exploding now. We never had so much messages, even when we won a Euro Cup or even a second place in the World Cup. With this difficult year over, Riga were unsurprisingly drained, but achieving success under adversity has created much excitement ahead of an historical 2021 for 3x3. I was happy, and it's finally, it's over, because I really was tired about the situation with COVID and these tournaments where you practice, you don't know where it will next be tournament. I want to go home. I want to go home, see my family, see my friends, and start to prepare my body for the next competition. Focus on Olympics. This year was tough mentally for us, but with this ending, forget about it. We will do the same next year. Yeah, I saved the best for last. I told y'all stay tuned to the end. It's time for the top five plays of the World Tour season. In at number five, Marco Savage in his bag like Halloween candy. He gave us a trick and a treat right here, setting up the maestro for the easy lay. In at number four, Julian Jarring flies private. I thought y'all knew. Lithuanian Robin intruding on his airspace. Now his family got to watch this. Punched on that man like he was Nate Robinson or something. Coming in at number three, it's Batman coming up, huge in the clutch. Down one in the final with the game on the line. He's cooler than Bruce Wayne. Drains the two-piece to steal the title from Lehman. If that's number three, you know number two and one gonna be just crazy. Stefan Kojic toying with Losel like Happy Meal. Kojic with a backhand pass that would make Novak Djokovic proud. And at number one, we left it off the TSO buzzer beaters of the season so we wouldn't spoil it for you, but what else could it be? Norris Miezis, no matter how many times I see it, I get those goosebumps every time, yeah. You heard me say it 20 minutes ago. 3x3 is quick, it's epic, and now it's Olympic. 2021 is our year, y'all. And before July in Tokyo, don't forget, we'll have the Olympic qualifying tournaments in May and June. The Women's Series coming back as well. So will the World Tour's 10th anniversary. In the meantime, make sure y'all join our FIBA 3x3 community on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok for the youngins. Until then, peace, y'all, and stay safe out there. Raclette mit Freunden ist immer gut.
Im Spital brauchen Kinder ihre Eltern noch mehr als sonst. Darum gibt es seit 20 Jahren die Ronald McDonald Häuser, wo Eltern in der Nähe von ihren schwerkranken Kindern übernachten können. Unsere Häuser gibt es in Basel, Bern, St. Gallen, Bellinzona, Genf und neu auch in Luzern. Weil Nähe hilft heilen. Ihre Spende übrigens auch. Dies ist ein Schweizer Joghurt. Es sieht aus wie jedes andere Joghurt. Und dennoch ist es nicht irgendein Joghurt. Denn es wird zu 100% aus Schweizer Milch hergestellt. Swiss Guarantee. Auf die inneren Werte kommt es an. Es gibt Situationen, da sind Gehörlose klar im Vorteil. Meist sind sie es nicht. Stell dich nicht taub, wenn es um ihre Anliegen geht. Gehörlosenbund.ch. Verstehen wir uns richtig? McDonald's präsentiert die McDonald's App eNational League, die offizielle E-Sports-Liga von Swiss Eishockey. Jeden Donnerstag live auf MySportsOne. Mensch Rohr, das ist die Sendung, wo Sportlerinnen und Sportler ganz Mensch dürfen sein. Der Lukas Fröhler ist Gast bei mir und er erzählt mir, wie das ist, wenn man mit 32 bereits zum alten Eisen gehört und sich muss überlegen, was die Zukunft noch bringen soll. Der Lukas Fröhler bei Mensch Rohr am 5. Februar. I thought you wanted to come here and like push it a little bit, and because last time you were saying that you were taking the safe route, but this trip you want to sort of like push yourself and get a bit out of your comfort zone. Yeah, I do. But you were just saying that you want to be able to land stuff for these first few minutes. No, I'll try stuff, but if it looks a lot more challenging than I'm comfortable with, I'm going to try and see one power line first. We've got like a meter of fresh snow, the landings are forgiving. I know, Anna, it's just you and I are really different. You skied a lot of power inbounds. I've skied like one day. Yeah, but you're a really good skier. Yeah, and I just need to warm up. You're just like doubting yourself already. I definitely am, and I don't want to crash and then just continue to doubt myself. The drama begins. I'm just kidding that. Is an uncontrollable feeling that comes into your body primarily to keep you safe. An emotional and cognitive response to a perceived threat. For me, fear is an emotion that sharpens my senses and makes me make the right decisions in the hazardous mountain environments. In a way, it's exhilarating. Desires to achieve the goal, do they outweigh the fear that you feel to get there? I think Nat underestimates her skiing a lot, and I think sometimes she needs to have like a fire lit under her ass a little bit. She said that her mantra this year is to be brave, not perfect. So I'm just trying to force her to follow through, and I'm just gonna push her a little bit. That's what the older sister meant to do, right?
And there's a look at the Australian Natalie Siegel. Third in the world right now over the ski women. Yeah, Natalie is quite a character. Look at that, Max, without hesitation. Nat competed on the International Big Mountain ski circuit for 6 years. And during that time, she took podiums at the Free Ski and the Freeride World Tour. And she was absolutely killing it until she had one major knee injury. Oh. And from that time, it seems like she's really found it hard to get her confidence back. Whoa. Something in her head is holding her back from skiing the more risky terrain. I wanted to come to BC after I decided to finish my competitive slopestyle career. She's one of the girls that really realizes how important it is to do big tricks in the rails as well as the jumps. Nice mute grab, left side seven, and she hops onto that big rail transfer. Anna Siegel, our new leader, 91, moves into first spot. I just found that it would be a really good place to expand my skiing, you know, big pillow lines or waist deep powder or backcountry jumps, and I wanted Nat to come out here, and I know that she's been really into her European style of skiing for the last few years, which is, you know, big alpine faces and charging and pretty high risk zones, and I kind of wanted to learn from Nat but at the same time kind of like introduce Nat to a more playful type of skiing. I'm really used to a more classic freeride style of skiing where it's steep turns, you can see the line in front of you, you know where you're going, it's fast. BC's a bit more playful, it's a bit more fun. There are still consequences. You know, there's one or two jumps done where you can't see the landing and it really rolls over and you just have to air into oblivion a little bit. It's a lot steeper than it looked from the bottom and the side. You just have to trust that that's not a drop, like you know that it's not a drop. I know, I'm just so scared with this steeper stuff on the side, like I'm scared I'm gonna like fuck up and roll down. But if you did roll down. It's just snow and trees. Yeah. Okay, we got this, Nat. Yeah. Shit. It's a lot steeper than I. Holy crap, this is. I think Nat needs to practice not overanalyzing things. She really wants to know exactly where she's going, exactly what turn she's going to make, and exactly how far she needs to hit something. It just shows that she doesn't trust her skiing. You should do a three and then a backflip. See how you feel. Yeah. No pressure. It's a good job though. Athletes respond to stress and fear very similarly to other performers or people in the general population. Oftentimes they choke or they panic. Panic is not thinking enough, and choking may be overthinking or thinking too much. Oh. If you're stressed, you're gonna be more hesitant. If you're more hesitant and less confident, you're really actually predisposing yourself to greater injury. Sometimes her doubt like makes my confidence level lower. And I don't think she realized, she doesn't want to do that. She just wants everyone to be safe and she just wants, you know, ski another day, and so do we all. But at the same time, I want to push myself. I don't want to ski dad turns. Okay, I can't really see my line, but I guess that's part of this skiing shit. So I think I'll just have to get it done. Like,
think Anna's got a few personal demons to fight. You can watch Anna deteriorate within minutes if she isn't doing exactly what she expects herself to do. Oh my God, that was so dumb. When we were kids, she used to crash and get up and keep on going until she got things right. And I always really looked up to her. I thought she was fearless. But over the last few years, I've seen how many injuries she's had. And all I can think is stop thinking so much about your goals and put your body and your safety first. I want to show people that you can get a little bit out of your comfort zone and you can achieve, but I haven't been doing that. And so I'm trying to figure out how to. 3, 2, 1. Everything you do is so sick. Sad. I feel like I'm blowing it and I feel useless and I'm trying to pursue a sport that maybe I'm not so talented at. Don't make that face, Nat. That's how I feel. I'm just sick of hearing you say that because it's not true and I don't know how to tell you that anymore because I've tried my best. It's dumb to base your self-worth off things like that. We're rookies. Like, the sooner we accept it and just try versus, like, have these high expectations of what we're going to achieve, maybe we'll actually start achieving things. It sucks to have goals that you don't achieve. And when I was younger, I used to not say my goals out loud. I'd never tell them to anyone because I didn't want people to know that I'd failed at them, you know? Anna's not scared of hurting herself, but she's really scared of those mental fears, like things of not being successful. What hitting that cliff means and what landing that trick means is more an issue for Anna. And I think once she's able to face those fears and get over them a little bit, and not be so scared of failure, she'll probably succeed more often. When you start looking at, you know, professional sports as a career, you've always got that kind of pressure, that fear of failure, the fear of not performing as good as you think you can or as good as maybe you once did. Oh, this is a good one. Can we put one more block just on the very corner? Is that possible? Yeah. Well, today is backflip camp for Nat. I know that she's been really wanting to do one for a long time and she knows exactly how to do it. I've seen her do them perfectly on the trampoline and on water ramps and she's had all the different coaching, but she has a bit of a mental block doing them on snow and yeah, that was one of our aims coming out here. One of my biggest fears on skis is going upside down. And right now I'm just focusing on building the jump. I trust Anna that she knows how to make one that will suit me. She knows I'm really scared.
feet. Good though, you wait. Thinking that I can do it and I just need to go for it. Because, like, I think that the biggest thing, you know, fear is really important to stop you doing things that are dumb sometimes, but other times when you know you can do something, fear is just in the way. Fear can be both positive and negative. I think fear with an understanding of what you're doing is good. Fear with a total lack of knowledge is debilitating. Yep. Just make sure you're off the jump and then you throw it. Off the jump, throw it, and commit. Fear will make you question your decisions. It'll make you analyze everything to take those risks safely. And if you have enough knowledge and enough understanding of what's happening, you can overcome that fear and go for it. 3, 2, 1, dropping. Commit! Commit! Yeah! That was like perfect! I didn't end up doing the biggest backflip or the best backflip, but it was such a cool feeling just trying it. Nat and I are really learning from each other, but in ways we're both quite new to this kind of terrain and this type of skiing, and someone that's really, really experienced at it could put in their 2 cents worth here and there that could really help Nat and I. Anna has gotten really sick from a really bad flu, and the doctor told her she's not allowed to ski. So I met up with Greg Hill in Revelstoke, and we went on a bit of a recon mission to see what we could find and what the snow was like. Ski mountaineering or backcountry skiing is just a human-powered ascent and descent of mountains. Typically, as you gain experience, you tend to go closer and closer to the edge, to danger, and you try to kind of find that line of safety and fun. I want to see what's happened with the snowpack lately. It's going to give us a kind of a bit of a clue on the avalanche conditions and how and what we can ski. This one here. Being a backcountry skier has its hazards, and as your life changes and develops, you either change the way you approach these hazards, these risks. For me, having a family has definitely changed. It makes me realize the repercussions of a mistake out there. But at the same time, it's adventure I've been seeking and yearning for forever, and I can't quite stop that. What drives somebody to continue pursuing hazardous situations, risky situations? One of the motivations is to become better at assessing risk. You look at the various obstacles that you're up against and you try and mitigate them. To me, this top one at 13 and 12, that's a bit of a concern for sure. So we should just find some terrain and start skiing it and work our way into the bigger stuff and see how it feels. High heel lady spitting at the Nicky Jacks, businessman with a needle and a spoon. Coyote chewing on a cigarette, pack of young boys going howling at the moon. Hey, darling, sleeping on the blacktop. Hey, darling, running through the trees, honey. Hey, darling, leaving for the next town. Lesson my sense catches up with me. Three dead in a crash on a number four. Witnesses blown up high. Not sure who's I've always taken my decisions seriously out there. I've seen people die in avalanches. I've come close myself. And the avalanche that tossed me to the ground was almost the best thing that happened to me because it allowed me to realize that the rules I use are good and that the fear I've been having for years is good too. And the absence of fear leads to mistakes. Yeah, I couldn't quite look into the steepest bit. Yep. But looked good. Liquor tastes sweeter in this town. Could it be it's the same as the last? I swear I've seen your face elsewhere before. Just as familiar as a bottle and a glass. Hey, darling.
rubbing on the blacktop. Hey, darling, running through the trees, honey. Hey, darling, leaving for the next town. Lesson my set sketches up with me. Hey, darling, sleeping on the blacktop. Hey, darling, running through the trees, honey. Hey, darling, leaving for the next town. Lesson my set sketches up with me. You know, I'm still learning a lot, and it was really cool to sort of get the lay of the land from Greg, because it's quite often that you can go to places, especially bigger mountains, and just be a little bit intimidated and scared or too eager. This is the first place that I ever did an overseas winter. I went up to Grand Monte. It's a power day. It's really cloudy in the valley, and as we got up the chairlift, it just broke into bluebird. And looking at those mountains, I was like, oh, this is what skiing is. It's not competitions, it's not moguls, you don't need to be in a course. It's like this huge open space where no one's watching you, just ski. So Chamonix is where I learnt to ski properly, I'd say. Run, 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 if you're ready or not, by the time you start, you will understand. Run, 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 if you're ready or not, by the time you start, you will understand. The town of Chamonix is located around 1,075 meters above sea level. From the actual town, there's a ski lift taking you up to the mountain Aiguille du Midi. Everyone waiting in line to go up this lift is all geared up. They have all this mountaineering equipment and like the newest clothes, and everyone looks like they know what they're doing. And so even just from standing in line to get a lift ticket, I felt intimidated. The top lift is really the most impressive lift that you can imagine. Everything around the Aiguille du Midi is really steep and extreme. It requires a bit of knowledge, and it's better to either do a course or take a guide. Something happened, I get hit by a rock or something, I let go. This is what's saving me. This is the apex of my anchor. It's a lot of information to take in, especially when I'm not used to doing it on a daily basis. Molto bene. A lot of the skiing in Chamonix, especially up in the high alpine, is on glaciers. And what comes along with glacier skiing is crevasses and seracs. You have to be in the zone all the time when you're skiing in Chamonix, otherwise the worst can happen. See how people are holding on? Yeah. And like when you hold the rope, you almost hold it like you're abseiling. Okay. So you go down backwards. We're still kind of in an interesting area of exposure, so just do everything slow. So crampons on, get down there, crampons off, back in bag, skis on. Yeah. Okay. Excited? Yeah. Yeah. I think for person that are doing a little bit of what we can call extreme sports, we like to play really close to that line between a good positive adrenaline rush and fear. You want to see how you behave in that situation, so you get as close as possible to that edge. And then if everything goes right and you're prepared and it's what you really want, the result is going to be a really good adrenaline rush, really positive feelings, and it makes you want more of that. It's like a drug. Sometimes people don't understand because they have different lines. The lines of fear and positive reward is on a different scale. Attention! And they never maybe been pushed to that limit, so they don't understand why we're taking such risk. Everything really comes down to perception. I mean, what someone views as risky for one person is nothing for another person. Everyone sort of has their own boundaries, and you don't have to necessarily be
standing on a cliff at the top of the mountain to feel risk. I ran into Nat and Anna here. They invited me to jump onto their rope. Otherwise, I was going to go down the Valley Blanche. There's a big lineup here today. People often wonder how I deal with some of the crazy, dangerous stuff the girls do. And I guess I don't think about it anymore. I feel that you have one shot at having a really wonderful life. And I think if you've got a fire in your belly to do something, you should do it. Hurt, not move fast. Oh. Well, it's like knee breaking. Famous last words. Well, we just walked down a little single track mountain bike trail in our ski boots for 30 minutes after skiing some schmooey snow, but it was a fun adventure just to stumble into it. That's the beauty of Chamonix. You show up to the lift and you never know who you're going to ride with or where you're going to go. It was challenging, but as a whole, it was really fun. It was the first time that I'd ever rigged up my own rappel, and you're just hoping that the knots that you've tied are going to hold you. And yeah, it was scary, but then really cool when I got down and feeling just a little bit more confident in the mountains. I'm now the one who has to stay home because I have hurt my back. And despite the physio's warning not to go out skiing, I did, even though I knew something was wrong. And I cranked it up really tight. And now I am stuck on the couch. I have to go out without Nat for the next few days. And although she's a little sister, while I've been in Chamonix, she's been my mentor. The conditions are really extreme right now. It's been really contrasting temperatures. There's a lot of new snow, there've been a lot of avalanches. It's always scary when you're not up on the mountain and you're sitting in the valley waiting for people to come home. I get nervous for Anna because she hasn't seen how bad things can go. You know, when you have someone around you that's like pointing out all the things that can go wrong, it's like it puts me on edge and I'm like, I don't want to fucking think about that because it's not going to help me right now. And sometimes Nat does that, like, this could happen, that could happen, you could fall down those rocks. And I'm like, yeah, like, don't talk about it. That's just how I deal with it, but kind of blocking it out a bit.
Le risque et la peur sont deux choses complètement différentes. Le risque, c'est quelque chose d'objectif. Si le risque est trop important, l'alpiniste ou le skieur doit savoir s'arrêter, c'est-à-dire ne pas aller contre le risque. La peur, c'est autre chose. La peur, c'est un sentiment qui est naturel, mais il ne doit pas, à mon avis, ne doit pas exister dans la pratique des sports de montagne. When I was 14, I chose to be a really risky person, and here I am, 20 years later, without a finger, because I did not get the consequences of the risks I was taking. I've been calling myself a professional skier for the last 8 years, and I get to a town like Chamonix and I feel like I have to be looked after in the mountains. Good! Well done. And that was a big shock for me, but I've tried to adjust my skiing to be able to ski these big mountains. This is like one of the harder parts I find is getting my gear on in these awkward positions. You know, it's building blocks, and I guess I'm doing it more Nat style, like instead of going from 0 to 100 real quick, I'm kind of like building in baby steps rather than just jumping straight to it. Here goes. The apex of our time in Chamonix, in my opinion, was the 3-day hut trip, which we started off in Chamonix and then ended up in Switzerland. It wasn't an easy trip. It was really pushing Nat and my physical limits. And it's mostly because a lot of the hiking and the bootpacking we were doing was at really high altitude. There's 20 people going up there, plus three more, probably. So we have a plan B, yeah. To cool the court. With this snow, that should ski pretty well. And I think it's going to be a better, cooler adventure. Yeah. It's definitely going to be an adventure. Why don't you think many people have skied it? Because that is way easier. Yeah. It's less steep. People get a bit intimidated by the bottom part of this one. At the top, we're pretty much skiing over quite a lot of exposure, hey? Oh, yeah, but you're not allowed to fall there, but you're not allowed to fall there either. Okay. We have this little area with the crevasses to cross on the way up the face. And then it's nice to rope in, so if there's some tricky step to get over an edge or if someone falls into a hole, at least we won't lose them. Yeah. Are you having fun, Anna? Yourself up on that rope. Okay, ready? Yeah. It was super steep, and you know, a lot of exposure, a lot of rock all through it, and that started to become quite anxious.
It was her first day back on her skis after 8 days off from her back injury. She was really struggling, and I was really worried that, oh, I wonder if we're gonna be able to pull this off. How do we feel? Like, do we wanna keep going? I'm concerned about getting too tired to ski if we keep on going. And also, the exposure is making me feel quite nervous, so. So it sounds like we shouldn't keep going. But Anna, how do you feel? For me. No, it doesn't matter. We're a team now. It was really hard to have to turn around because physically something was wrong. Usually that's what I work on the most. I work so hard in the gym all summer to be strong for skiing. Made me sad. I'm not used to struggling that hard. Slide down and try out the snow a little bit. Test the snow. We're going to Alaska in a week from now, and I'm really excited because I've never been to Alaska, and it's definitely been my dream for a very long time. I am nervous because I don't know where my body's going to be. Alaska for free skiing is kind of the equivalent of the North Shore of Hawaii for surfing. It puts you in check real quick. It's massive. Everything is so much bigger than what you think. You might look at a 5 foot air and you get to it and it's 100 feet. It's just, you ski on bigger skis, you ride on bigger snowboards. Everything is bigger and I think better. Big massive storms come and create just this huge amount of moisture, and the snow sticks to places that you can only imagine. And what comes out of that is the best, most epic skiing that you've ever had. It's literally Disneyland on steroids. But this year in particular, it's been really challenging. Statewide had a massive wind event of around 90 miles per hour for 3 weeks straight, and it just created havoc on our zones.
I've never seen anything like it in the 19 years I've been coming to Alaska. We made it out to Heli Camp. Heli found a window of good weather to drop us off, and then the weather closed in, which we knew about. I kind of feel like we're in for a few days of storm, so. And there's a really big avalanche that went down right next to us, so that means the snow's a little bit. But maybe with the warm weather, it will sort of consolidate pretty well. We'll see. The development of today is we have increasing chance of snow all day today. Tomorrow's an 80% chance of snow now, and there's snow in the forecast for Friday. You know, it's overall, it's just challenging, you know? It's challenging in the snow, challenging in the weather. We feel good about inching out, you know, and being able to go for a walk, but in terms of the terrain that we can safely access, that's still at a very low level. What we've seen out here in the past month has been very atypical for this mountain range. We have a lot of snow that's been rapidly warming, and when that happens, the snow can change quickly, and it leads to potential instabilities when the snow can break and avalanche and creates areas of concern. We do have to cross several paths that, based on the slide we saw in our home bowl this morning, it's not safe to leave camp. I think just based off us all coming off here, we generally don't feel good about it. Like, Nat usually gets the heebie-jeebies before me, and I got the heebie-jeebies walking just even across here. I don't think it's worth it, having that very apprehensive feeling the whole time that we're walking, even if nothing does happen. You should never hide any sort of those gut feelings. You get that by time spent in the mountains. You can't make that happen. You can read as many books as you want, watch as many films as you want, have as much motivation and aspirations as you want, but you can only get that through time spent. Camping in the mountains when you know the avalanche danger all around you is a 5, which is the highest rating that they rate avalanche risk at, and you wake up the next morning and see a slide just above the camp on a face that the camp leaders have never seen slide in 7 years. That's really scary. When I first heard it was there, I was like, oh yeah, whatever. And then we started touring and saw like the slide actually had gained so much movement and destructive power that it actually went over hill. So that's actually one of the wildest slides I've seen up close. So we go left, over right. Yeah. And we give him a bit of warmth. Yep. And he's like, so ooh, it's still cold. Okay. So then we get the right one, and this is the part that I've been muddling up. Yeah, and he's like, oh, my scarf's falling off. So he puts it through this little hole, and he pulls it tight. It's having these dreams, like, so close to you that, you know, you made it to Alaska, and you're here, and you've paid for your camp, and you're ready to go, and your body's healthy, and your mind's healthy, and it's just, you can't get it. Something more, something I want to see. A universal dreams for you and me, you and me. Wherever I go, something else, something more, something I gotta know. And this beautiful world I own. So you know, so you know. Now our trend is going down on our second forecast. They go way down to the point that Saturday into Sunday, it dissipates and there's nothing and there's sun. That is looking good. And then multiple days of sun is going to continue to help out that greater situation. Stretch out across the sky, chase away the starlight light. We're all right, right. We're really excited to get out in the mountains, but we still have restrictions. We are sticking to these kind of slopes and not that really fun looking slopes, but it's epic bluebird and we can see around the range and it is so pretty. This is true, and we'll see the sunrise. Stretch out across the sky, chase away the starlight light.
We have a week window where we can potentially get up in the heli. And so we need a really nice, big, fat, high-pressure system to sit over the Chugach Ranges for that week. Nat and I have always gotten along really well, and she invited me along to join them as a third athlete here, and they wanted to have someone who could give them some advice on skiing the big lines here, because it's a challenge. The first day out, I found it really hard to take in anything because I'm so scared of helicopters and flying. So, like, the pilot was doing these huge swerves around faces. I was like, does that look good? I'm like, ah! All of a sudden, you go out of the helicopter, you're sitting down on this tiny knife-edge ridge, the helicopter leaves, and you're like, okay, you know, you didn't have time to get there. It's not like you're able to take in all the information you need. You just get dropped off and you're like, whoa, okay, here I am. And it takes some time to really wrap your head around that. And what happens, and this happens a lot in Alaska, is that you can see the first two turns of your line, and then all of a sudden the curve goes off the end. And then the next thing you see is that valley that's like 1,000 meters below. And you're just like, oh God. You gotta commit. You really gotta commit. It's that unknown. That's the thing that kind of, you know, gets the heart going. We've got cornices and cliffs. Below us, we have the potential for avalanche hazards. And so it's really important to choose good lines. On this one or that one? First one. On the skier's left spine? Yeah. It's hard to calm all your thoughts down, and that's a bit of a distraction. And just that feeling of like, don't blow it, don't blow it, don't blow it. And then you're like, don't think about it, don't think about it. Just ski, don't blow it, don't think about it. No pressure, but there's pressure. 5, 4, 3, 2, 1, yeah. And a... Oh, yeah. Bye, Shane, guys. Yeah, she... Watch the slough. Keep going. Right. Stop. Slough management in Alaska is a big deal. When you start skiing something that's very steep with loose snow, you kick off almost like a mini avalanche as you're coming down the mountain. And it's often running beside you, but if you turn in front of it, it can hit you and take you out. Keep going. There you go. That was scary. Fucking A. Oh. We're all a little bit stunned at the terrain. It's big. It's alpine. There are consequences. It's rocky. There's crevices and seracs all over. So we were all a bit like, whoa. It's like, it really hits you, right? Oh my God. Yeah, Nat, you got this. I'm nervous. Get fucking psyched. You're a strong skier. It's gonna be so fun. 4, 3, 2, 1. Yeah, Nat. You know, you get the nerves, you get a little bit of the shakes going on, the trembles when you're doing something big. That, to me, is like, okay, it's time to really, really focus. And you really get in the moment and you concentrate. Nervousness is a very positive aspect of fear that I actually need. And when I feel that, I want to get out of conscious thought and into the subconscious. The subconscious is able to process information 1,000 times faster than conscious thought. And it's that instinctive reaction
that I want when I'm skiing a line. 4, 3, 2, 1, rain. Experience, regardless of the outcome, to just trust and then be in the moment. I think that when you are trying to do things about, you know, facing fears or confronting things, sometimes it does take time. And with the more experience and the more time you take to really understand what you're doing, fear subsides a little bit because you can actually understand the risk you're taking. I guess what I'm relearning is how important the mental side of it is, how important positivity is. What are you gonna do? Slay it! Shred the nah! This fear of failure, I'm just realizing how much it's brought me down and how it's something that's really important that I move past. I mean, I've got everything it takes to ski these lines, but I'm still learning to trust myself. Mama told me to be happy, cause you always get what you want. Don't speak, you said I have your love, but not how much it will cost. Mama told me when I was a baby, I'd love you, but I don't. It's about finding a place where you can ski without thinking. It's a moment when you just let go. And by the time I call your love, I've been sold to everyone else but me. And maybe when I'm old and speaking in gold, you will be willing to see. And we'd be sugar down a color in the snow, but it's too dark. And I've been holding this little stone, cause you said it's your time. You're too busy burning flags. And I'm the best thing you ever had, but you're too busy burning flags. And I'm the best thing you ever had, but you're too busy burning flags. And I'm the best thing you ever had, but you're too busy burning flags. Oh, oh. Das Raclette mit Freunden ist immer gut. Im Spital brauchen Kinder ihre Eltern noch mehr als sonst.
Darum gibt es seit 20 Jahren die Ronald McDonald Häuser, wo Eltern in der Nähe von ihren schwerkranken Kindern übernachten können. Unsere Häuser gibt es in Basel, Bern, St. Gallen, Bellinzona, Genf und neu auch in Luzern. Weil Nähe hilft heilen. Ihre Spende übrigens auch. Dies ist ein Schweizer Joghurt. Es sieht aus wie jedes andere Joghurt. Und dennoch ist es nicht irgendein Joghurt. Denn es wird zu 100% aus Schweizer Milch hergestellt. Swiss Guarantee. Auf die inneren Werte kommt es an. Es gibt Situationen, da sind Gehörlose klar im Vorteil. Meist sind sie es nicht. Stell dich nicht taub, wenn es um ihre Anliegen geht. Gehörlosenbund.ch. Verstehen wir uns richtig? Die Eredivisie und die Liga Nosch. Zwei Fußballligen mit ganz großen Namen. Ajax Amsterdam. Feyenoord Rotterdam. PSV Eindhoven. Benfica Lissabon. FC Porto. Sporting Lissabon. Topspiele der Liga Nosch und der Eredivisie. Live auf Deutsch kommentiert mit MySports Pro. Gestellt. Ist das wirklich das, was du gern machst? Wenn alles gegen dich ist. Some might say they're crazy, but maybe what they're after is the ultimate beauty, the ultimate experience, the ultimate rush. Patagonia, a modern alpinist's wonderland, home to an abundance of peaks, including a mile-high granite spike, which was once thought of as the world's hardest mountain to climb, Cerro Torre. One mountaineer has a unique affinity with it. The Cerro Torre is for me a ganz besonderer Berg. Es ist irgendwie mehr als wie ein Berg irgendwie. Der hat irgendwie was. Was Lebendiges, irgendwie was Mystisches, Geheimnisvolles. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum es mich immer wieder nach Patagonien zieht, im Speziellen zum Cerro Torre. 2014 und das Jahr davor, 2013, ist es mir gelungen, eben den Cerro Torre free solo zu klettern. Free Solo heißt, du kletterst allein, verwendest keine Sicherungspunkte und sicherst dir nicht selbst mit dem Seil. Und das war wirklich alles andere als eine Sommerbegehung. Richtig, also winterliche Verhältnisse, extrem viel Schnee, windig und bei schlechtem Wetter. Da ist die Idee entstanden, als erster Bergsteiger eben solo im Winter auf den Cerro Torre zu klettern. Marcus Pucker knows Cerro Torre arguably better than anybody else, having climbed it free solo twice. His second tempestuous ascent was renowned as one of the most harrowing climbs in the history of Patagonia, despite happening in summer. Now, to prepare for his winter attempt, he arrives at the relative calm of backpacker haven El Chalten. So, jetzt bin ich da in Chalten.
Heute ist der 26. August 2015. Es ist jetzt 2 Uhr am Nachmittag. Und ich bin jetzt da draußen beim Nationalpark. Ich wollte mich gerade registrieren, also anmelden, dass ich da bin. Die haben natürlich einmal ein bisschen schräg angeschaut, weil es ist auch nichts Normales, sage ich mal. Also nichts Typisches, dass jemand im Winter allein nach Patagonien fährt und allein da in den Berg reingeht und probiert, auf dem Cerro zu klettern. The first leg of the journey follows Rio Eléctrico upstream. From this point, Marcus walks alone. No support, no vehicular access. Der Unterschied zu einer Sommerbegehung und Winterbegehung ist wirklich dieses absolut, dieses Alleinsein. Weil es im Sommer schon wirklich sehr touristisch ist. Und das hast du im Winter nicht. Also du bist wirklich weg von jeder Zivilisation, nur auf die allein gestellt. Da ist absolute Stille. Man macht sich natürlich immer Gedanken, wie wird es sein und was kommt auf einen zu. Ich habe so ein bisschen schon Bedenken gehabt. Ja, allein, Patagonien, Winter und. Ja, nicht vielleicht richtig Angst, aber man hat schon einen sehr großen Respekt. Und man stellt sich dann oft viel schlimmer vor, wie es dann eigentlich ist. After 3 hours, he reaches the lake, Lago Eléctrico. Winter begins to assert its authority. As the weather deteriorates, and he heads up onto the southern ice field. Across the Argentina-Chile border. Der Weg zum Cerro Torre hin führt mir jetzt erstmal von Chaltén weg auf zum Basso Marconi. Vom Wetter her soll jetzt nicht so optimal sein, das heißt, es wird ein bisschen windig sein. Aber wenn der Wind zu stark ist, dann kommt es gar nicht hin zum Berg. Also am Basso Marconi gehst du dann von der argentinischen Seite auf die chilenische Seite über und dann bist du wirklich in dem patagonischen Inlandeis. Du liegst auf der Rückseite, also auf der Westseite vom Cerro Torre und zieht sich da bis zum Pazifik hin. Und es ist dann wirklich komplett eben. Also, und da brauchst du natürlich die Tourenski, weil ohne Tourenski jetzt im Winter hast du überhaupt keine Chance. Jetzt draußen ziemlich der Sturm. Scheiße. Ich bin jetzt da am Filo Rosso. Voller Wind gegangen. Richtiger Sturm. Hat jetzt irgendwie ein bisschen nachgelassen, aber es war echt Wahnsinn. Also, wie ich da das Zelt aufgestellt habe, weiß ich jetzt noch nicht. Wetterbericht ist irgendwie passt das irgendwie nicht ganz. Zwar Blasen habe ich auch total, keine Ahnung warum. Irgendwie war es weich in den Schuhen. Jetzt mal hinten beide Fersen aufgekriegt.
Ist das scheiß. Ja, und sonst? Jetzt bin ich schlafen, den Wecker habe ich mal auf 6 gestellt. Jetzt bin ich echt gespannt, was da mit dem Wind ist, ob der jetzt aufhört. Wenn morgen auf früh oder wenn um 6 immer noch gleich der Wind geht, dann gehe ich nicht weg. Also, es war Blödsinn, weil da aufgehen bei dem Wind oder da weggehen, da ist gleich mal fertig. Also, da das hat wenig Sinn. Jetzt schau ich mal, wie es in der Früh ist. Nachher sehe ich. With his feet suffering, Marcus waits as the storm rattles his base camp. Each short winter day offers a limited window for climbing, so he needs the weather to improve before sunrise. Guten Morgen. Seit der 1. September 2015. Es ist jetzt 8.30 Uhr, halb neun in der Früh. Bin jetzt da vom Cerro Torre. Eigentlich habe ich ja geplant gehabt, dass ich heute in der Früh um 6 Uhr losstart. Aber es war einfach keine Chance. Also um 6 Uhr ist voller Wind gegangen raus, ein voller Sturm. Um 8 Uhr hat er dann ein bisschen nachgelassen. Aber das ist dann einfach zu spät, dass ich hätte nicht können um 8 Uhr oder um 9 Uhr weggehen, weil da geht einfach die Zeit aus dann. Despite this calm, another storm is on the way. And Marcus risks being stranded at base camp longer than his food supplies will last. His only option is to hike back to El Chalten. Das Wetter ist total unsicher irgendwie. Jetzt werde ich morgen meine Sachen da deponieren und wieder zurück raus nach Chalten gehen. Ich hoffe, dass ich vielleicht den einen Tag zu Hause da gehe, wenn ich 13, 14 Stunden gehe. Und ja, sobald es dann wieder passt vom Wetter her, werde ich natürlich wieder reingehen und probieren. Heute ist Freitag, der 11. September 2015. Jetzt bin ich da in Chalten und warte immer noch auf besseres oder halt auf gutes Wetter. Und ja, die Warterei macht irgendwie alles nicht leichter. Ja, du musst halt jetzt schauen, also vom Zeitfenster her, weil am 20. September ist ja da in Patagonien der letzte Wintertag. Ja, und wenn ich eine Winterbegehung machen will, dann müsste ich halt spätestens am 20. September am Gipfel stehen. Und jetzt hoffe ich halt und bin echt schon leicht angespannt, dass das noch hinhaut und dass ich eben noch eine Chance kriege und mal probieren kann, auf den Berg zu klettern. After 10 days of storms, stuck in El Chalten, there is finally a gap in the weather. Marcus seizes the opportunity to set off again for base camp. The 14-hour walk continuing deep into the night. Jetzt ist 11 Uhr am Abend und jetzt bin ich da wieder in meinem Zelt am Circo de los Altares und ja, Gott sei Dank habe ich das Zelt aufgestellt. Heute da beim Einergehen da auf den Passo Marconi rauf, das war echt am Limit. So Sturmböden, sicher so zwischen 80 und 100 km/h. Das war total weit out. Da hast du vielleicht 10, 20 Meter gesehen.
Wenn du so Tage hast wie heute, dann überlegst du echt, ob du überhaupt noch mal nach Patagonien fährst. Total. Von wenn irgendwie alles gegen die ist, weißt du? Also. Ja. Schlafen gehen und morgen ist ein neuer Tag. Ja. Schauen wir weiter. Once again, the storm detains Marcus in his tent. Another day passes without even seeing Cerro Torre's peak. He waits. Eventually, the forecast improves. The prospect of clearer conditions and the chance to climb, finally, lifts his spirits. Da im Zelt herin ist echt fein. Die Rettungsinsel im Inland Eis. Das ist unglaublich. Gott sei Dank habe ich eins mit. His axes and crampon spikes need to be razor sharp. On the way up, they will be his only support in the ice and snow. Climbing free solo, harnesses, carabiners and ropes are strictly for the descent. Jetzt ist es kurz vor 10 Uhr. Am Abend. Und ja, jetzt wird es schon langsam ernst. Heute ist Mittwoch, der 16. September. Und laut Vorhersage soll es morgen nicht so schlecht sein. Also ich werde dann um 2:30 werde ich aufstehen, schauen, dass ich da um 4 Uhr wegkomme. Weil es nämlich um 4 Uhr Nachmittag soll es dann wieder schlechter werden. Scheint so, dass die Nacht recht ruhig ist. Und ich sehe, wenn ich dann um 2:30, wenn ich da aufstehe und die sieht, dass dann wieder voller Wind geht, werde ich natürlich nicht weggehen. Aber wenn es so ruhig ist wie jetzt, dann werde ich natürlich losstarten. All is calm. Bitterly cold, but storm free. To get a head start on the day, he begins the climb at 3 a.m. in pitch black. Base camp is at an altitude of 1,500 meters. The summit of Cerro Torre is over 3,000 meters. He is now fully exposed, alone, unbelayed, steadily working his way up the mountain. As the only climber ever to free solo Cerro Torre before, he knows better than anybody that upward momentum is critical. The next milestone will be Col de la Esperanza, 650 meters below the summit. Esperanza. Da geht's auf. Verhältnisse sind gar nicht so schlecht. Unten war ziemlich viel Schnee, aber jetzt geht's ganz gut. Wind geht ein bisschen so Böen, ziemlich starke Böen. Da geht's weiter. Der Unterschied zu einer Sommerbegehung, das ist wirklich
Im Sommer ist immer irgendwer da. Und so wie jetzt im Winter, wo jetzt ein halbes Jahr niemand mehr geklettert ist. Der Berg, der ist eingehüllt mit Schnee, mit diesem Anraumeis, dieser harte Schnee, den der Wind auf die Wand presst. Das heißt, es ist irrsinnig mühsam, dass du da als erstes aufkletterst. Du musst die Route wieder sauber machen, du musst diesen ganzen losen Schnee aber putzen. Und das macht die Route um vieles, vieles schwieriger. Scheiß Schnee. Jetzt bin ich da. Kurz unter den Helm, also fast auf den Helm. Aber die Verhältnisse sind so brutal. Das ist voll der kalte Wind gegangen. Jetzt bin ich da in so einer, bisschen einer Mulde drinnen. Und das Problem ist, es ist so viel Schnee, so viel Anraum. Jetzt sind die ganzen Tunnel oder die ganzen Rinnen sind alle zu. Jetzt habe ich mich da, glaube ich, über eine Stunde über so ein Ding, so einen Tunnel aufgegraben, hey, brutal. Unglaublich. Was überall dieses Schnee sein. Das Problem ist, der Wind geht von unten auf. Und sobald du oben was weghaust, haut es das wieder von unten nach oben. Brutal. Das wird in die Augen überall hin. Das ist unglaublich. Das macht dich fertig mit der Zeit. Es ist heute Donnerstag, Freitag, morgen Pausetag. Vielleicht am Samstag, Sonntag noch mal probieren. Okay. Severely delayed by this unstable snow, Marcus has to face the agonizing fact. Just 300 meters below the summit, he will now not have enough daylight to reach the top and safely climb back down. He aborts the climb for today, aiming for a final push on Saturday. His last chance this winter. Es ist Samstag, der 19. September. Es ist jetzt 11 Uhr. Und ja, ich habe jetzt gerade mein ganzes Zeug zusammengepackt. Zelt abgebaut und ja, der Tore ist komplett zu. Beim ersten Mal schon, wo ich reingegangen bin, war das Wetter Katastrophe. Jetzt schon wieder. Oft einmal soll es einfach nicht sein. Es ist arg. Ja, ist gut, dass ich heute in der Nacht nicht weggegangen bin, weil wenn ich da jetzt aufschaue, schaut nicht ganz so super aus. Gut. Nächsten Winter wieder probieren. Hat nichts nutzen. Es muss ja gehen. Das geht auch. Warten einfach 3, 4 schöne Tage. Sicher enttäuscht bin ich jetzt schon ein bisschen. Also ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich halt reingehe, aufsteige, runter und wieder rausgehe. Aber ja, so spielt es halt einmal nicht in den Berg. Ja! Ich bin eh relativ weit eigentlich aufgekommen für dieses kurze Zeitfenster vom Wetter her. Und der Serra Torre ist natürlich gefährlich. Gerade wenn du allein unterwegs bist. Und also das ist wirklich nur mehr der Berg. Und du? Thank you.
Ein feines Raclette mit Freunden ist immer gut. Im Spital brauchen Kinder ihre Eltern noch mehr als sonst. Darum gibt es seit 20 Jahren die Ronald McDonald Häuser, wo Eltern in der Nähe von ihren schwerkranken Kindern übernachten können. Unsere Häuser gibt es in Basel, Bern, St. Gallen, Bellinzona, Genf und neu auch in Luzern. Weil Nähe hilft heilen. Ihre Spende übrigens auch. Dies ist ein Schweizer Joghurt. Es sieht aus wie jedes andere Joghurt. Und dennoch ist es nicht irgendein Joghurt. Denn es wird zu 100% aus Schweizer Milch hergestellt. Swiss Guarantee. Auf die inneren Werte kommt es an. Es gibt Situationen, da sind Gehörlose klar im Vorteil. Meist sind sie es nicht. Stell dich nicht taub, wenn es um ihre Anliegen geht. Gehörlosenbund.ch. Verstehen wir uns richtig? Mensch Rohr, das ist die Sendung, wo Sportlerinnen und Sportler ganz Mensch dürfen sein. Der Lukas Fröhler ist Gast bei mir und er erzählt mir, wie das ist, wenn man mit 32 bereits zum alten Eisen gehört und sich muss überlegen, was die Zukunft noch bringen soll. Der Lukas Fröhler bei Mensch Rohr am 5. Februar. Das TV-Comeback von Patrick Rohr. Schweizer Sportgrößen aus Vergangenheit und Gegenwart sind zu Gast in der neuen Talksendung Mensch Rohr. Darunter illustre Namen wie Martina Hingis, Bernhard Russi oder Lukas Flüeler. Intime Einblicke hinter die Fassaden der Spitzenathletinnen und Athleten. Ich finde, es gibt einen Haufen gute Gründe, um in Menschenrohr hineinzuschauen. Aber ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass wir hier Sportlerinnen und Sportler kennenlernen, als ganz normale Menschen mit ihren Sorgen, Ängsten und Nöten, ihren Hoffnungen und ihren kleinen Freuden im Leben. Und genau über die werden wir reden. Menschenrohr, jeden Sonntag zur Primetime auf MySports One. We ran with the
National League wird präsentiert von Sporttipp. Wetten und den Schweizer Sport unterstützen. Jetzt auch mit Live-Wetten. Teufel hole den Letzten, so hieß es in einer Sage einer Bauernfamilie, als einer nach dem anderen nach der Rückkehr aus dem Dorfe im Bache ertrank. Und der Letzte, bevor er eben ertrank, meinte, der Teufel hole den Letzten. Ja, beide Teams, bei den CLS Lions gegen den SC Bern, das heutige Duell, da geht's langsam darum, wo findet man noch irgendeinen Spieler fürs Kader? Nicht wegen Corona, sondern wegen all den Verletzten. Und bei den CLS Lions kommt jetzt quasi noch der letzte Söldner zum Einsatz, den man eben noch holen kann. Nämlich Ryan Hayes von GCK Lions. Sein zweiter Einsatz in dieser Saison für die CLS Lions, nachdem bereits Teemu Rautiainen seinen dritten Einsatz heute feiern wird. Mit dem Ausfall von Garrett Rowe ist also jetzt Ryan Hayes an der Reihe und soll zumindest mal als 13. Stürmer da den vierten Söldnerplatz einnehmen, obwohl die CLS Lions ja sogar deren 5 einsetzen könnten. Er, der beim GCK Lions gestern noch spielte, ein Tor erzielte gegen Winterthur bei der 3:5 Niederlage in der Swiss League. Er hier gehört auch zum nicht ganz letzten Aufgebot, aber Ronny Dähler mit seinem National League Debüt. Mit Langenthal in dieser Saison unterwegs, gerade eben erst seinen Vertrag beim SCB, seinen ersten Profivertrag unterschrieben bis zur Saison 22/23 und jetzt also erhält er sofort etwas Auslauf im vierten Block, so ist es vorgesehen, weil beim SCB 3 neue Verletzte eben vorhanden sind. Tete Brithen kann nicht mittun, nachdem er da am Kopf getroffen wurde gegen die Lakers am letzten Dienstag. Und ebenso nicht mit dabei Neuberger und Untersander. Zuerst zum Line-Up der CLS Lions. Hier zu sehen, auch in der Verteidigung, Noah Meyer anstelle von Luca Capaul, der hier den Platz als siebter Verteidiger einnimmt. Und dann, wie erwähnt, Ryan Hayes mit dabei. Willi Riedi in der dritten Linie zum ersten Mal bei all seinen Einsätzen, dass er nicht als 13. Stürmer da aufgeschrieben ist, sondern tatsächlich einen Platz in einer Linie hat. Wie er dann zum Einsatz kommen wird, werden wir noch sehen. Beim SCB, wie gerade erwähnt, 2 neue Verletzte und Untersander, der ist nicht verletzt, sondern krank. Also der kann heute auch nicht mittun, dafür Colin Gerber wieder mit dabei, so wie auch Miro Zriet, der zuletzt mehrere Spiele überzählig war und in der Offensive eben neben Charoni und Rüfenacht auch jetzt noch Berger und Brithen verletzt und können somit nicht mittun. Neu also im Kader drin, Ronny Dähler, der da seinen Platz einnehmen wird. Marc Lütti checkt da die letzten Nachrichten des CEO des SCBs, bevor es dann losgeht. Und ebenfalls auch Marc Streit da mit von der Partie auf Seiten des SC Berns. Jeder hat schon Coaching-Staff gehört, allerdings eben von der Tribüne aus seine Arbeit erledigt. Und jetzt geht es vor allem darum natürlich dann, dass die Spieler auf dem Eis auch mit absenzen, wie Ted Brithen oder Anna Berger und so weiter, da vorwärts kommen. Die CLS Lions, bei denen ist es nicht einfach, auch eine riesige Liste unterdessen, nicht Corona-bedingt. Wenn wir hier noch die beiden Topscorer sehen, da sind Jeffrey unterdessen bei 17 Punkten und Dennis Hornstein, ja, hat da doch noch etwas mehr. Insgesamt das Doppelte bereits geholt. Das zeigt auch ein wenig, dass Dustin Jeffreys Topscorer-Helm, naja, nicht überbewertet ist, aber dass er da durchaus nicht unbedingt dem Wert entspricht, den man sich auch beim SCB natürlich erwünscht hätte. Heute wieder Lukas Flüerle im Tor bei den CLS Lions. Also Rochade und auch auf der anderen Seite dasselbe. Tommy Karhonen kommt heute wieder zum Einsatz anstelle von Philipp Wüthrich. Ganz normal diese Rochade. Also da, von daher nichts Neues. Ich habe es gesagt, bei den CLS Lions diverse Verletzte. Blindenbacher, Baldisberger,
sowieso Saisonende. Dann Patterson, Moron, Krüger, alle auch schon ausgefallen. Ja, seit neuestem auch noch Garrett Rowe. Und diesen Ausfall hat ihn hier doch so ziemlich auf die Palme gebracht am vergangenen Dienstag, kurz vor Spielende. Die Folge war eine Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Richard Grönborg. Mal schauen, ob ihn die Schiedsrichter heute da nicht ganz so herausfordern, um es mal so zu nennen. Mario Kogler hat die große Herausforderung, irgendwie die Defensive seines Teams zu stabilisieren. In den letzten Partien viel zu viele Tore erhalten. Und insgesamt waren es 17 in drei Spielen. Also da läuft schon einiges dann schief. Und gegen Rapperswil war es dann auch noch so, dass die Berner auch sonst irgendwie nicht den Tritt fanden gegen Biel und Gottorf davor. Immerhin haben sie Charakter bewiesen, gezeigt, dass sie durchaus da auch was kreieren können nach vorne. Und konnten so die defensiven Unzulänglichkeiten etwas kaschieren. In Rapperswil da, ja, war das teilweise ein Defensivspiel, ein Zuordnungsspiel aus der Hölle. Dann hier gleich der erste Abschlussversuch durch Maxim Ro für die ZSC Lions. Einer dieser Söldner, die ja bisher noch nicht verletzt waren. Also er ist eigentlich noch der einzige von Anfangssaison, so muss man sagen. Denn die anderen drei, zwei davon, sind von den GC Lions. Rautianen und Hayes und Ryan Lash ist ja gar noch nicht so lange dabei. Abschlussversuch hier von Burren. Ruttmann. Und dann Roman Wick. Wick gleich mal in die Mitte. Und trotz diversen Ausfällen Roman Wick vor der Hand weiterhin in der vierten Linie. Kommt er da zum Einsatz mit Cheppi und Petretti. Daran wird nichts geändert. Auch wenn er ja durchaus ein Spieler wäre, der Offensivqualitäten hätte in dieser Saison. Noch nicht vorhanden gewesen, auch wegen seiner defensiven Rolle, aber naja, nicht nur. Drei Torvorlagen sind selbst in diesem Fall doch ziemlich wenig für einen Roman Wick. Dann Bader. Heute mal im Zentrum im Einsatz, weil eben da auch die Center dann etwas ausgehen auf Seiten der Berner. Ronny Derler mit seinem ersten Einsatz. Also Kogler setzt er voll auf Derler. Davon muss man ausgehen, weil er 12 Stürme und 8 Verteidiger im Aufgebot hat. Also es ist nicht so, dass da Derler einfach nur prophylaktisch mal im Kader draufsteht in der vierten Linie und dann keine Einsätze kriegt. Ansonsten müsste ein Verteidiger dann die Sturmposition einnehmen. Also vollstes Vertrauen hier von Mario Kogler. Der Mann mit Jahrgang 01 an der U20-WM war auch mit dabei. Ronny Deller. Jesper Olofsson. Olofsson, einer, der viel Aufwand betrieben hat. In den letzten Spielen, auch nach der Quarantäne, mit wenig Erfolg. Und das 1:0 hier durch Dustin Jeffrey. Vierte Minute und ich habe ihm noch, ich habe ihn etwas gerügt für einen Topscorer. Nicht unbedingt die Werte, die man erwarten könnte. Geht da nicht ganz auch als Leader so voran. Aber hier schön der auslösende Pass von Jesper Olofsson. Und dann, ja, Hennauer wieder einmal auch da in Szene gesetzt. Der Mann mit Jahrgang 2000, der schon ziemlich abgeklärt spielt. Natürlich hat er noch Steigungspotenzial, aber wer kann das von sich ja so behaupten, dass er schon auf dem Niveau steht und kein Steigungspotenzial mehr hätte? Das geht gar nicht mit Jahrgang 2000. Also, Dustin Jeffrey eröffnet hier das Score. Sein 7. Saisontreffer. Zuletzt gegen Rapperswil ohne Punkte geblieben. Dustin Jeffrey davor allerdings 3 Punkte in 2 Spielen.
Also durchaus etwas Aufwärtstendenz vorhanden. Diverse Stürmer beim SCB mit Aufwärtstendenzen in offensiver Hinsicht. Einfach um noch ein Beispiel zu nennen, Praplan, der auch da ein paar Punkte geholt hat. Das ist das Positive aus Sicht von Mario Kogler und Co. Und rein von der Rangliste her ist klar, dass die ZSC Lions da eigentlich der haushohe Favorit sind. Allerdings auch aufgefallen, auch zuletzt beim 5:2 gegen Davos, dass die Zürcher naja, nicht so konstant spielen. Haben ein paar gute Minuten gereicht, um das Spiel zu drehen, an sich zu reißen. Das ist dann auch klasse. Kann gegen Gegner wie auch heute, die nicht wirklich da so in Form sind, je nachdem sogar reichen. Allerdings ist das natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Diese Konstanz, die sucht man jetzt schon etwas länger. Beim ZSC Lions 13 Spiele, 7 Siege. Das heißt somit auch 6 Niederlagen. Immer wieder mal etwas überraschend auf die Schnauze gefallen, um es mal so auszudrücken. Gegen Langnau oder Amri beispielsweise. Deswegen überraschend. Dann Della. Della mit einer Abschlussmöglichkeit. Sterchi. Also Rondella mit dem ersten Abschlussversuch. Dann Henauer. Das ist Jeffrey. Jetzt Olofsson. Praplan. Praplan da spielt mit dem Feuer, kommt allerdings durch. Dann eine Ungenauigkeit. Henauer. Kein Abseits. Henauer. Und Lukas Flüeler, der die Scheibe da festhalten kann. Ja, Mika Henauer. Wie erwähnt, hat auch seinen Vertrag gerade unlängst verlängert, das habe ich noch nicht gesagt, um 3 Jahre insgesamt. Während eben da Ronny Dähler seinen ersten Profivertrag überhaupt unterschrieben hat in den letzten Tagen. Er hat damit diese Abschlusschance. Also junge Spieler, die wirklich eine Chance halten sollen. Also Henauer, das ist klar, wenn man nicht auf den gesetzt hätte, dann hätte man da ein paar Ohrfeigen sollen innerhalb des Stadtberner Clubs, weil das war schon ziemlich offensichtlich, dass er da viel Talent hat und dem man jetzt einfach entsprechend auch ja, das Vertrauen entgegenbringen muss. Hat etwas gedauert, Don Nachbauer zuerst nur ergänzend oder sogar überzählig und der Kogler da schon sehr prominente Rolle auch im Powerplay. Zuletzt phasenweise sogar der Verteidiger mit der meisten Eiszeit.